mit letsbash.de. Wir hatten ja am Samstag mal das Spiel kurz angespielt gehabt. Kam leider noch nicht ganz so weit, dann haben wir uns gedacht, jo, heute machen wir weiter. Ja, frisch weiter im Konzept. Frisch weiter. In der Hoffnung, es stackt nicht so, weil eventuell müssten wir da nochmal switchen. Hm. Ob wir von der Switch Richtung PC gehen. Wir testen es einfach heute mal. Genau. Hätte ich gesagt. Einfach mal kurz antesten. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht war es jetzt, warum auch immer, jetzt gerade. Also. Posten wir mal. Ah, den Bildschirm das letzte Mal nicht gesehen. Werkzeughilfe schieben. Oh, bist du da? Noch nicht, aber gleich. Ich bin schon da. Bist schon da? Oh, ich sehe es ja. Okay. Jawohl, hab dich gefunden. Bin ich gut, ich bin auch schon am Ernten. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich werde arbeitslos gemacht. Nein, das letzte Mal habe ich das doch gebraucht gehabt für, damit ich auch die Vogelscheuchen herstellen kann. Siehst du? Na klar doch. Da, Beschi ist beigetreten. Jawohl, gucken wir mal, wer da ist. Hallo. Da, Giesche. Alles Giesche oder was? Ich hätte gern Sprengler. Ich wollte schon wieder A drücken. Nee, das ist praktisch in dem Spiel. Es ist genauso wie in Story of Seasons Y. Werkzeug nutzen. Na? Wieder eins vergessen, wieder daneben gegossen. Wir machen die Schlangenmethode. Immer am Rand lang. Wir spielen Snake. Oh, wir spielen Snake. Oh, warte. Schon wieder daneben gegossen. Oh. Man muss da dazu sagen, ich trage die Brille. Also eigentlich dürfte ich es sehen. Ups, kein was. Hallo Sid, schön, dass du da bist. Ja. Na? Stardew Valley. Ja, auch das ist hier los. Frage, wenn wir hier was... Oh, ist schon wieder daneben gegossen. Wenn wir hier was an Werkzeug verbessern, das können wir ja bestimmt auch, geben wir das dann komplett ab und haben das dann nicht mehr im Inventar drin? Oder weißt du da vielleicht schon was? Mhm. Weil das war nämlich bei Harvest Moon so. Was musstest du abgeben, hast es erst, glaube ich, nach 3 Tagen wiedergekriegt. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich erinnere mich aber auch, dass Kong damals die Waffen gelevelt hat. Und hatte die, glaube ich, instant gehabt. Aber alle Angaben ohne Gewehr, ich weiß es wirklich nicht. Huch, ich gieße so ein bisschen Vogelscheuche. Die muss auch noch ein bisschen wachsen. Auch ich gieße auch die Felder, die, die nicht bewachsen sind. Oh Gott, ich habe schon die Hälfte meiner Energie weg. Zip. Ja, und ich bin auch am Limit. Also, bei mir ist roter Bereich angesagt. Was? Du bist schon im roten Bereich? Ich bin schon im roten Bereich. Es könnte sein, dass ich es gestern Abend nicht mehr ins Bett geschafft habe und deswegen nur mit der Hälfte der Energie gestartet bin. Ah, okay. Das möchte aber ich jetzt nicht ausschließen. Rüben komplett verkaufen, ja, oder? Ja, hau weg. Ja, aber guck mal, da kriegst du Energie und Gesundheit zurück. Willst du welche haben? Für heute. Ich hab ja noch Kekse, oder? Ich hab Jaja Cola. Wir haben Cola? Ja. Jaja Cola. Aus meiner glorreichen Müllsammlung. Ah, apropos Müllsammlung. Kann ich das trinken? Ich muss mal kurz in die Stadt. Ich gönn mir mal eine und hau die auch gleich wieder weg in die Kiste. Ich möchte gerne die Kiste aufmachen. Ah ja. Ich mach heute mal Rumpel in der Donne. Hm? Was haben wir vergessen? Schwarz ist nett. Wie hieß sie? Robin. Die haben wir vergessen? Die hat doch gestackt, oder? Die wusste doch nicht, warum Steine und so. Genau, nee, die wollte frische Steine haben. Frische, genau. Das verstehe ich auch noch nicht. Frische Steine, ganz ehrlich. Okay, in 2 Tagen ist Vincents Geburtstag. Kleiner Mann mit roten Haaren. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir sollten mal wieder Samen nachkaufen. Ich habe hier einen Pixelfehler. Nein! Oh, Tatsache. Hä? Das ist irgendeine Person.
Der Pixel bewegt sich. Kannst du ihn ansprechen? Der Pixel bellt. Oh, okay. Dann ist es ein Hund. Ich glaube, das ist der Hund. Sowas. Glaube ich nämlich auch. Und ich habe eine Eichel bekommen. Im Müll. Ich muss jetzt aber erst. Wie viele Steine brauchst du? 15 brauchst du, ne? Mal gucken, was die uns nämlich dann bringt. Ich glaube, die bringt uns nämlich auch wieder nice, Geld. Ohne Mist, ich mag das Spiel. Ich habe das die ganze Zeit schon suchen wollen. Zack. Hab nur jemanden gesucht, mit dem ich spielen kann. Hab bei Cookie hatte ich gerade Glück gehabt. Hab ich 15? Ja, ich habe meine 15. Sag mal, Cookie. Ja. Wollen wir mal auf Kartoffelsaat gehen? Kostet 50. Ja, gib mein Geld aus. Ich würde mal 6 Kartoffeln nehmen, würde den Rest nochmal Pastinaken hinterher feuern. Ja. Wobei, ich kann die wahrscheinlich nicht alle einsammeln. Ah, da habe ich sie. Jups. Setzt du sie auf deinem Hof ein, um eine Eiche zu pflanzen? Die Eichel können wir einpflanzen. Kriegst du Bäumchen? Ja. Also da steht dabei, setze sie auf deinem Hof ein, um eine Eiche zu pflanzen. Ja, soll man das tun. Soll ich die einfach mitten aufs Feld? Oder ich setze sie jetzt einfach mal mitten aufs Feld. Nehmen wir es besser abseits. Hier unten zum Beispiel. Vielleicht hier neben dem Baumstumpf so die Ecke. Warte mal, soll ich mal kurz... Warte. Reicht da? Okay, ja. Wie mache ich denn das jetzt? Mit A, oder? Ich glaube Y. Ah, nee, A war es gewesen. Was A? Okay. A war es. Ja, nice. Ah, nee, musst du auch nicht gießen. Okay. Bäumchen musst du nicht gießen. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. So, hi, Lena Mausi. Hallo, Lena. Oh mein Gott, hi. Ja. Der Beschi ist dabei. Gell? Warte mal, wo ist denn die? Ah, das ist dieser hau mich blau? Demetrius ist das. Ich dachte, ich verbrauche mehr Energie, wenn ich was sehen möchte. Ah, doch, du musst es frisch hacken. Weil sie sagt mir jetzt, hey, sieht so aus, als hättest du, wonach ich gefragt habe. Steine, das okay. Ist eine große Hilfe, danke. Ich habe ehrlich gesagt gerade ein bisschen Angst, dass mir die Energie ausgeht. Dann macht doch Pause. Hä, Sippi, meinst du denn das? Na, Lena, freust dich. Willst du wirklich? Hä? Warte mal, ich habe hier... Okay, das muss mir jetzt wirklich mal einer erklären. Ich habe hier... Bin ein bisschen erschöpft. Erreiche Hofarbeitsstufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Liegst du immer wieder da? Hi, Party! Wie geht es dir? Haben Sie auch noch lange nicht mehr gehört. Und ja, ich habe heute geheiratet. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Hast du doch alle Herz-Events geschafft. Oh, wer bist denn du? Bringt das eigentlich was, wenn ich jeden Tag mit denen quatsche? Krieg ich da Herzchen eigentlich? Bin mir nicht sicher, ob die Herzen von Geschenken kommen, aber... Mir geht's gut und ich glaube, Socializing war ein sehr, sehr wichtiger Aspekt aus dem Game. Ja, quatschen kann ich. Wie geht's dir, Kathi? Was macht denn der Umzug? Warte mal, das Maru? Danke, Sipp. Penny. Ah, ich muss auch noch mal die Vogelscheuche bauen. Ja, wir bräuchten dringend noch eine auf der linken Seite. Ja, warte, dann, dann muss ich da noch mal hin. Ich bin leider komplett depleted. Mit mir ist leider nicht mehr viel anzufangen. Ich kann nur noch ein bisschen durch die Stadt schlendern. Ja, dann mach doch so und such mal Geschenke. Wie Geschenke suchen? Ist das Ostern? Nein, du hast doch gesagt, da hatte irgendeiner Geburtstag. Ach nein, in den ersten 2 Tagen. Ach
Ach so, ja, aber trotzdem. Warte mal, was brauchen wir? Holz, Kohle und Fasern. Haben wir da noch irgendwas? Guck noch mal in den Kisten nach. Vielleicht hast du Glück, da ist noch was drin. Einmal Holz. Hab ich. Kohle. Hab ich. Ja, kann ich herstellen. Na, sehr schick. Ja gut, dann kann ich den Rest wieder... Also wie ich das einzeln hier rausnehmen soll, das habe ich auch irgendwie noch nicht so ganz herausgefunden. Aber das kriegen wir. Wir sind übrigens so überlegen, ob wir das... Ob wir das öfters gekauft. Machen. Wenn du diesen Half-Life-Sound hörst, dann habe ich gerade mein Mikrofon im TS gemutet. Stell mal die andere Vogelscheuche. So, jetzt kriege ich eigentlich hier auch wieder was. Ach so, ich habe auch im Übrigen im Hofbuch Bauen Hühnerstall. Lebt im Norden der Stadt. Ja, aber ich glaube, die hat schon zu. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch mal die Sachen so ein bisschen sammeln. Ja, das macht Sinn. Der Hund ist immer noch schwarz bei mir. Wo hast du den? Achso, unten links. Oh Mist. Das ist doof, das geht nicht. Habe ich was verpasst? Wenn ja, was? Nö, eigentlich. Doch eigentlich nicht. Doch. Ja, Kathi zieht um. Kathi ist schwer im Umziehmodus. Wenn du das meinst. Ja, aus Massivholzrost und Matratzen haben wir ein bisschen Geld sparen. Oh. Werd's mir merken. Guck mal, mein Hund. Ist er nicht schön? Er ist schwarz. Also passt eigentlich zu Sam. Ich guck mal, wo. Hä, wo ist der? Ach, okay, ich sehe ihn. Du siehst ihn? Ja, ich sehe ihn tatsächlich als Hündchen. Bei dir ist er echt schwarz. Einfach nur so ein schwarzes Viereck. Ja. Du hast Quadrathund. Quadratisch praktisch gut. Ich nenne ihn Quatzi. Quatzi. Paputzi. Ah, wir haben noch die Gioden. Im Übrigen, ich habe auch noch eine gefunden. Die müssen wir noch spalten. Ja. Ach so, eine Blume hebe ich auch mal auf. Wir haben noch Pastinackensamen. Letzte Nacht hat sie einen Jaja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ja, okay. Also, deswegen habe ich auch so wenig Energie heute gehabt. Ja, noch 2 Wochen, dann geht's los. Yay! Psst. Na, dann hoffe ich mal, dass es nicht regnet. Also, da drücke ich dir auf jeden Fall, die Daumen. Wart ihr in den Tonnen? Ja, Tonne habe ich geguckt gehabt, da habe ich die Eichel gefunden. Kriegen wir jetzt ein Bäumchen? Hoffe ich mal. Also, dass wir ein Bäumchen kriegen. Fupp, 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 fupp. Also ich bin die am Ernten ist. Das ist für mich die beste Hofarbeit. Da, zack. Was? Das waren schon Kartoffeln? Ja. Interessant, ne? Wobei, ich glaube, die hättest du mal wachsen lassen können. Nee. Weißt du, was das ist? Ach, das war das, das Gemischte. Oder? Genau, das gemischte Hack. Das waren diese komischen Samen, die wir gefunden hatten. Ist richtig, ja. Aber guck mal, ich mach die letzten Pastinackensamen mache ich jetzt auch nochmal, ne? Wir bräuchten dringend eine Sprenkelanlage. Das, was ich habe gesagt. Ich glaube, wir haben hier am Anfang viel zu viel. Ich glaube, unser Feld ist einfach zu groß. Inzwischen, aber ich frag mich auch, ich würde jetzt auch sagen, wir versuchen es nicht weiter zu vergrößern. Ja. Das macht das Sinn. Das wird uns noch irgendwann das Knick brechen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich würde auch gerne ein bisschen mehr strategisch vorgehen. Aber dazu bräuchten wir halt ein bisschen mehr Hilfsmittel. Wir bräuchten die Sprenkler. Also mit den Sprenkler hätten wir es um einiges einfacher. Ganz genau das. Oh, ich muss nochmal... Dass ihr wieder gelb habt. Doch, doch, ich hab das gemerkt. Es ist nur die Frage, wie lange wir noch gelb haben.
Ja, momentan ist das Feld ja ziemlich voll, also von daher wirst du ja erstmal dort nichts, nichts weiter unterbringen können. Ja, aber ich würde auch sagen, oh, jetzt wieder daneben gegossen. Doppelt gegossen. Doppelt gegossen hält besser. Wächst schneller. Ganz bestimmt. Aber ich muss sagen, bis jetzt taugt es noch nicht. Was meinst du? Also, setz mal, hing doch bei mir das Spiel. Weißt richtig, du? Ja. Ist am richtig. Samstag. Aber komischerweise jetzt gerade nicht. Oh, es bellt. Wo ist mein schwarzer Fleck? Wieder aufladen. Ey, meine Energie, die geht so schnell runter. Hi, Janosch! Na, wie geht's dir? Hallo. Oh. Nee, bei mir ist der Hund immer noch schwarz. Vielleicht war der Hund auch da dran schuld. Oh, ist das schön. Weiß. Gut und selbst sehr gut. Ah, nee, ich hab's gerade gesagt, das Spiel hängt nicht. Dreimal darfst du raten, was gerade passiert ist. Also, übrigens, bei mir im Chat steht drin, ich soll dich mal drücken. Fühl dich gedrückt. Ich soll mich gedrückt fühlen? Ja. Dankeschön. Der Hund wurde zensiert. Ja, ich glaube auch. Oh, ein Zensurhund. Ja, das ist ein ganz gefährlicher. Ja, der ja. Mag nur FSK 18 Channels. Ja. Schönen Tag gestern mit der Mama gehabt. Ja, lecker Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Du hast ja noch eine Narzisse. Ja, für den Geburtstag. Sehr gut. Ich hab mal mitgedacht. Warte, Mülltonne. Tust du doch immer. Dort, da auch. Ja, weil wir brauchen zwei Narzissen, weil du musst ja auch noch eine abgeben. Oh, ich hab eine Jojo-Kuh. Achso, wir haben keine Samen mehr, ne? Ja, das ist auch gut so. Also ich hätte noch zwei Punkte auf dem Feld, die wir bepflanzen könnten. Achso. Schöne Grüße von Janosch, soll ich dir sagen. Dankeschön, noch zurück. Ist das hier ein Bunker? So, jetzt bleib ich hängen, weil ich zum Bunker will. Ich sag grad. Ah, nee, jetzt bin ich wieder frei. Ach, das ist ein Bunker. Oh, da ist einer raus, da kann ich hier nochmal in die Mülltonne. Zack. Also ich habe auch eine Cola-Dose, falls das irgendwie hilft. Von mir auch. Dena lässt sich auch nochmal ganz, ganz lieb grüßen. Dankeschön. Ah, aber weißt du, was wir machen können? Hm? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir am Samstag dieses Häuschen da freigeschaltet haben? Ja, richtig. Da mal reingehen, weil wir konnten doch die Schrift nicht lesen. Das müsste jetzt gehen, richtig. Yep. Warte mal, hier ist der Spielplatz. War das nicht irgendwo in der Nähe vom Spielplatz? Ja, rechts. Ah, genau, hier ist das Häuschen. Nachdem wir den komischen Zaubertrank da gesoffen haben. So. Das war hier unten gewesen. Ah, Bündel Samen Frühling. Bring die Narzisse mit und der Rettich und das Zeugs. Wir müssen das hier abgeben. Das Zeug, was wir finden. Ah, okay. Siehst du mich? Ja, ich seh's. Genau, das müssen wir hier abgeben. Ich bin gerade mal eine Sekunde, ich tu gerade noch ein bisschen gießen. Ja, nicht schlimm, ich gehe das restliche Zeug suchen. Nach dem Trank. Ja, das war ein ganz komischer Trank. Ich bin grün angelaufen. Also muss super geschmeckt haben. Du hättest gerne Narzisse, was brauchst du noch? Dann diese Pusteblume. Dann brauche ich den Meerrettich und den, ich glaube, Lauch ist das. Lauch oder Zwiebel irgendwie. Das suche ich gerade. Hier sind die Magic Mushrooms, die brauchen wir auch. Steine, Kohlefasern, Holz. Da, ich habe den Rettich. Den Meerrettich. Den habe ich. Okay. Aber die Narzisse, dann Pusteblume. Ja, das kann Narzisse, schon sein. Pusteblume. Internet vergisst nie. Und diesen Lauch. Den findest du aber auch in der Wildnis, quasi. Oh. Ich glaube, meine Beschreibung vom Spiel ist rausgesprungen. Sekunde. Ich hab'n. Wir brauchen nur noch die Pusteblume. Hä? Möhre, die Spielbeschreibung ist aber drin bei mir.
Das ist aber komisch. Ach, schönen Gruß an Möhre. Oh, ihr habt komplett neu angefangen? Warum habt ihr neu angefangen? Bash? Ja? Wo ist mein Geld? Das kann ich erklären. Fangen immer die besten Storys an. Ich kann das erklären. Also ich habe gesehen, wir haben auf der Farm noch 2 Zahnlücken im Feld. Ah, Hammer. Und dann habe ich gedacht gehabt, Gold ist zu teuer. Also nehmen wir doch irgendwas Samiges zum Auffüllen. Oh nee, der hat zu, Penny. Robin, nein. Robin hat zu, Mist. Ja, um Lena zu zeigen, wie es am Anfang machen muss. Ach so. So, jetzt haben wir 16.10 Uhr. Ja, ich gebe schon die ersten Sachen ab. Oh, Möhre, du hast mich gerade echt erschreckt. Ich habe den nämlich jetzt gefunden. Ich bin einfach weitergelaufen. Ich habe gefunden. Mimi ist 10.000 Schritte gegangen. Beshi ist 10.000 Schritte gegangen. Habe ich gerade als Meldung gekriegt. Oho. Ja. So, warte mal. Da, nee, die Star ist das? Hm. Kann ich da auch nur... Wie kann ich denn hier nur eins nehmen? Ich habe 2 gefunden. Kann ich dir das geben? Ah, nee, ist automatisch. Nee, du kannst... Gibt es hier... Nee, wir müssen das beide machen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich könnte dir aber das hier anbieten, warte mal. Bietet seinen Gegenstand an, ja. Habt ihr das mal? Oh, jetzt hängt das Spiel. Oh. Warte. Nee. Was brauchst du denn so, jetzt sonst brauchen noch? Wir noch einmal die Pusteblume. Okay, und warte. Buch, ob du das auch hast. Guck mal hier. Coaching bei Mami. Nee, das haben wir schon. Das haben wir schon? Das hab ich gefunden. Und den Meerrettich habe ich auch gefunden. Okay. Wenn du ins Buch schaust, da siehst du, wir brauchen, das ist das grüne Paket. Die Pusteblume brauchen wir noch. Ich gieße das Buch mal. Wie mache ich das auf? Und was wir brauchen... Mit welcher Taste machst du das auf? Mit A. Einfach davor stellen, A drücken. Jetzt hat es funktioniert. Okay, ich war drinne. Nee, wir machen es gemeinsam tatsächlich. Also das ist etwa, ich sehe bereits, was du ausgefüllt hast. Das passt. Okay, gut. Weil da ist noch ein Bündel, wo wir... Da ist die. Robin, ich brauche einen Hühnerstall. Was ist mein Laden für dich da? Ja. Ein Möhre. Sehr schön. Na, wie geht's, wie steht's? Was machen die Hühner? Iha. Die haben komischerweise auch gar keine Aufträge mehr, ne? Na, noch nicht. Also langsam wird das Spiel frei. Free like the wind. Ach so, was soll ich mit der Joja-Cola machen? Sollte man es vielleicht nochmal aufheben für zum Beispiel ein Geschenk oder so. Oder für schlechte Zeiten, wenn wir aber Energie brauchen. Ja, dann packe ich den Rettich aber auch rein. Mhm. Nochmal. Also den habe ich jetzt nochmal Nin gemacht. In jedem mit. Ach so, angeln wollte ich ja auch nochmal. Mit einem Bambusstöckchen? Ja, weil ich nämlich in meinem Stream gesagt bekommen habe, falsches Werkzeug. Ja. Das ist am Anfang total schwer, auch auf dem PC. Ja. Es wird besser, wenn man das, wenn man die Angel quasi ausgebaut hat. Bin ich nämlich auf den Trichter gekommen. Oh, ich kann ausbauen. Guck mal, ich habe Samen wieder gefunden. Oh. Und ich habe einen Frosch abgemäht. Wir können sogar eine wilde Saat herstellen. Guck mal, wo ich bin. Oh, Katsching! Ist das da unten eine Geode? Klar, ja. Das ist in der Mitte eine Geode. Und guck mal, da sind Steine.
Was habe ich denn da? Das Kupfererz! Das ist doch Mineral, genau. Ja, lass die Frau mal hier rumlaufen. Ich weiß zwar nicht, für was wir es brauchen, aber ich nehme es halt einfach mal mit. Wo bist denn du da hingegangen, sag mal? Wenn du die Farm runtergehst und dann nach rechts. Ah, okay. Warte, ich komme dir entgegen. Hier. Ja, ich sehe es schon. Hier runter musst du und ganz unten ist es. Mhm. Weil ich das ganze Feld nämlich freigeräumt hatte. Aber hier, guck mal auf die Uhr. Ja, die Idee ist bei uns nicht schlecht. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen Baum weg. Ah, warte. Oh, das habe ich gar nicht. Kleine Frage, falls es gehen würde, würde Bash und du auch mal Story of Seasons spielen? Also ich ja. Ich spiel's ja. Ob Bash das machen geht. Kann man sich überlegen, ja. Also ich spiele morgen wieder. Warte mal, ich muss mal... Oh nee, die Steine, die kommen hier nicht rein. Ich muss hier Ordnung... Warte mal, wer hat dir für eine Unordnung gemacht hier? Nicht, dass du wieder schlecht stehst, wenn es nicht klappt. Ja, das wäre auch eine Maßnahme, dass du vielleicht nicht angelt. Lehm, Naturgut. Cookie an Bash. Ja, bitte, was? Geh mal pennen. Ja. Oh, 0 Uhr. Ja. Schade, dass es nicht in Story of Seasons ein Koop gibt. Das wäre geil. Gackern vor sich hin. Oh ja. Ich hab's ins Bett geschafft, jawohl. Oh, Minenarbeit, Stufe 1. Was? Neues Herstellungsrezept. Eine Kirschbombe. Erzähl, Sip. Ja, könnten wir auch mit wir haben. Hier ist ein Online-Modus. Yay! Ihr könnt online zacken. Oh. Juhu, es regnet. Clint, hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinem gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupause herumliegen. Hier kannst du haben. Okay. Schmelzofen. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Das empfiehlt. Ich habe übrigens auch Animal Crossing. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich habe auch Kakerlaken in meinem Haus. Weil ich so lange nochmal gespielt habe. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Keine Sorge, ich habe da meine eigene Taktik. Das kriegen wir schon irgendwie. Ach, bling, bling. Oh, es gibt Kohle. Ich gehe mal wieder einkaufen. Was? Nein. Geh was schaffen. Ist ja gut. War das ein Frosch? Was da gerade gerübst hat? Nein! Oh, jetzt habe ich das hier aufgemacht. Also, jetzt kriegen wir Kohle. Ach so, wir dürfen auch den Geburtstag heute nicht vergessen. Das ist richtig. Warum ist der heute? Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Eichel. Ich habe 4 Krähen verjagt. Sagt die Vogelscheuche zu mir. Also wenn du mit der Vogelscheuche sprichst, sagt sie dir, wie viele Krähen sie verjagt hat. Richtig, Lena. Money, money, money. Boah, Sip, der ist gut. Ach so, soll ich dir ein paar Möhren da lassen? Ach Quatsch, wir haben Lauch und Rettich. Meerrettich. Das kriegt er. Oh je. Yeah. Zack, zack, zack. Die Kekse kriegt er nicht. So, ich habe noch eine.
warum Stern passt die Nacke. Tu die mal ins Köfferchen. So, Hofbuch. Ich muss einen Schmelzofen herstellen. Was brauche ich denn dafür? Es duckt wieder. Oh mein Gott, es lebt. Ja, ja. Hä? Lagerfeuer? Nee, Schmelzofen. Müsliriegel. Schmelzofen. 20 Kupfererz und 25 Steine. Nee, so viel haben wir noch nicht. So viel Kupfererz haben wir noch nicht. Junge, Junge. Aber ich habe eine Narzisse. Und ich habe noch einen Lauch. Sag mal, Cookie, mal blöde Frage, hast du eigentlich meinen Stream offen, beziehungsweise meinen Chat offen? Das wollte ich noch machen, ja, aber die Zeit fliegt gerade so. Ah, nee, ist gut, passt schon. Warum? Alles gut. Warum? Ja, es wird nichts verraten. Warum? Aber was in meinem Chat passiert, bleibt in meinem Chat. Leute, einmal den Chat von Let's Bash stürmen. Oh, scheiße. Huh, piepst. Warum? Da steht irgendwas, was ich nicht wissen darf. Ich will es aber wissen. Oh Mist, ich finde diesen kleinen Racker nicht. Doch, da war der! Ich hab ihn gefunden! Ah, da. Mhm. So. Oh, das ist für meinen Geburtstag. Danke. Ha! So geht es. Oh, er steht aber lieber auf Käfer. Ich dachte eigentlich, dass ich mein ganzes Geld in irgendwelche Saat investiere. Was stand da? Kannst nicht wiedergeben, das ist so lustig. Komm schon, gib dir mal ein bisschen Mühe. Wo hab ich die ganzen Zapfen mir jetzt wieder abgekrast? Weiß ich nicht, in irgendeiner Mülltonne? Rumpel aus der Tonne. Ah, uns fehlt noch eine Pustblume im Übrigen. Oh, bestimmt hat Möhre da irgendwas reingeschrieben. Konnte ich dir eigentlich gestern wirklich mit der Normalisierung, mit der Normalform weiterhelfen? Geschrieben hat, wenn du einen Wert hast, dann ist es erstmal weg. Was? Nee, das hat noch keiner geschrieben, aber das habe ich mich gefragt, ob das wie in Harvest Moon ist. Aber gut, dass du mir das sagst. Bash, Werkzeug verbessern, Werkzeug fort. Oh, das ist schade. Ayumi, weißt du auch, wie lange das dann weg ist? Brauchst du etwas? Ja. Hofgebäude errichten. Oh. Bash, wir brauchen 300 Gold, 4000 Gold, 300 Holz und 100 Steine. Zwei oder drei Tage. Ich glaube nicht, dass wir das mit der Rest von der Saat noch hinbekommen, mit dem Betrag. Warte, guck mal im... Das Dumme ist aber heute in der ersten Kiste habe ich noch, glaube ich, Wundersaat drinne. Du meinst Buntsaat? Wundersaat, ja. Das, was ich habe, gesagt. Ah, okay, verstehe. Ist schon drauf. So, warte mal. So, wie ich das jetzt gemacht habe, kommst du nie drauf. Jetzt habe ich deinen Chat nämlich auch auf. Oh, verdammt. Entschuldigung. Ihr rübst es. Oh, nochmal mehr Rettich. Ja, doch, das könnten wir so in etwa... Doch, das haben wir. Nur darum bestehe ich meine Prüfung. Welche Prüfung? Was haben wir hier verpasst? Wir hatten gestern einen kurzen Exkurs in Firmenkapital. Oh, da, ich bin raus. Ja, mach ich das mal. Herzlichen Glückwunsch und so. Ach komm, hat sonst noch irgendjemand Geburtstag? Weil sonst verticke ich die, Oh. Was? Was?
Weil er ein so guter Mensch ist, der Bashi hat mich vorher gewarnt, ausgeraubt zu werden, weil er 7 Leute verprügelt hat, die mich ausrauben wollten. Ja, und warum raubt er mich jetzt aus? Irgendeinen Ausgleich muss ich ja mal jetzt machen. So. Ihr braucht noch mehr Samen, wenn ihr 4000 Gramm habt. Ja, definitiv. Er kann Kampfsport wie kein zweiter. Ich kann meine Augenbraue so weit hochziehen, dass du Angst bekommst. Ich kann böse gucken, ich habe den bösen Blick. Nein. Doch. Aber ich hätte gern noch ein bisschen Erz. Das ist die Frage, wo kriege ich das her? Oh, guck mal. Ich habe einen Frosch wieder. Ja, wir brauchen noch mehr Erz für den Ofen. Weißt du, was für Erz? Kupfererz brauchen wir. Und der war mal Feuerwehrmann. Und Pilot. Warte mal, zum Thema Erz. Ich glaube, es gab hier doch eine Höhle, wo wir später rein können. Ja, ja. Aber überleg mal. Ja. Du hast irgendwas mir von einem Schwert erzählt. Ja. Ich hab eine Hacke. Schon mal nicht schlecht. Leg dich nicht mit Dorfkindern an, sie wissen Orte, wo dich niemand finden wird. Oh, ja. Und ich bin Dorfkind. Ja, hier. Lena ist mein Bodyguard. Ich bin ein römischer Dichter. Holt mich hier raus. So. Vor lauter, bin ich jetzt gar nicht zum Schmied gegangen. Ich wollte die Ode knacken. Oh. Ey, geh doch jetzt schnell. Ha, es guckt keiner. Wie schön. Die Mülltonnen sind mir. Ha. Was ist das? Was ist das? Hey. Bis auf den. Mein Inventar ist voll. No. Eschi. Der hier alles mitgenommen. Eieiei. Was und romantischer das? Dichter. Wäre ich ein Mädchen und ich würde mit ihm Stadio spielen. Was? Ich würde ihm direkt meine Nummer geben. Wegen dem Update von Selve. Ah! L'amour. Soll ich euch zweimal alleine lassen? Bitte, ist ja. Ist okay? Ja, ja. Mach ich. Nein! Ich muss da nochmal zurück. Ich habe keinen Platz mehr. Siehst du? Es geht dir so wie mir. Wir brauchen die Rucksäcke. Ich nix wissen. Was du haben gesagt? Es wird langsam spät. Warte mal. Aber ich hab noch meine Geode. War das die Kiste? Nein. Beige? Ja. Die rote Kiste ist, Ja. Holz und so alles, was wir craften. Oh, okay. Ich hole mir nämlich gerade wieder alles raus. Also alles, was du so hast, so was du eingesammelt hast, könntest du das bitte in die rote Kiste reinmachen? Okay. Was? Oh je, Love Story. Am Start. Was? Die versteht nicht so, glaube ich. Was? Hä? Okay, wer hängt jetzt hier wieder wo auf dem Schlauch ab? Ich glaube, die meinen alle mich. Ich habe schon wieder irgendwas getan. Warte ab. Gleich werde ich wieder ausgelacht. Ach so, brauchen wir eigentlich Zapfe? Keine Zapfe. Brauchen wir da eine Zapfe? Die habe ich unten eingepflanzt. Siehst du überall, wo diese kleinen Löcher unten sind? Oh, da habe ich, glaube ich, eins mal kaputt gemacht. Oh, schön. Wir haben noch ein paar, kein Problem. Okay, Samen mache ich mal in die erste und essen. Hä? Also Samen und Essen ist blau. Und Material, was wir jetzt brauchen, demnächst für einen Hühnerstall, das ist rot. Okay. Weißt du, ich lieg schon im Bett. Ah, vielleicht kommt sie noch drauf. Du hast noch die Hälfte der Energie übrig. Vielleicht hätte noch ein kleines bisschen kloppen können. Spät, schlafe. Also Lena sagt nein, alles gut. Na gut, da gehe ich jetzt auch ins Bett. Was steht da? Sippen. Was? Sippen mein Gö. Wie kann ich dich nennen? Der Name ist mir zu lang. Ich nenne ihn gerne Sip. Sip. Sippi! Sippi. Ich sag Sippi. Oh, Hofarbeit Stufe 2, Gießkanne. Oh. Fuck. Steinzorn können wir, eine Mayo-Maschine. Oh, Stella
Sprinkler. Wieso kannst du das schon herstellen? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, Hofarbeitsstufe 3! Bienenhaus! Geschwind, Wachs. Wir haben gerade 4K, glaube ich, Gold. Bauernmalte. Ja, siehst du mal, wie. Ja, woher kommt dich? Frag doch mal einfach mal hier noch. Dich kommt, weil ich das Ganze geerntet hab. Hab okay. Den Namen genommen, um einen anderen Stream zu trollen. Ich nenne dich Sippy. Ey, jetzt brauchen wir noch Holz. Und ich hau mir jetzt die Sprinkler, da hab ich ja gar keinen Bock, zu gießen. Könnt ihr alle machen, aber ohne mich. Oh, und ich hab einen Brief. Ja, es geht direkt gut los. Tückisch ist für. Oh, okay, das lese ich jetzt nicht laut vor. Ich hab Kekse bekommen, hey! Was hast du? Ich hab Kekse bekommen. Ich hab 500G bekommen. Alles liebe Papa. Hm. Ich hab noch was. Ich hab meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bringen sie sofort zurück. Ich hab eine ganz schöne, schwere Zeit ohne sie. War auch. Soll ich den Auftrag annehmen? Ich hab schon. Ich hab noch was. Was denn? Ich kann noch erweitern. Ja, aber wie soll ich jetzt denen ihre Axt finden? Ich gucke mal, was unser Ausrufezeichen da oben so schönes von sich gibt. Ja, ich komme da nicht drauf. Doch jetzt. Finde verlorene Axt. Hat sie anscheinend auf Marion's Ranch. Ich weiß, wo sie ist. Geh mal gießen. Danke. Ich glaube, diesen Punktzug gibt's nicht. Nein, Spaß, ich helfe dir. Komm, die paar. Warum? Warum sind die so weit hinten? Oh, bei mir stackt's wieder. Was? Kannst du ihr da ins Stadio auch Briefe schreiben? Der kriegt von mir demnächst eine Rechnung. Bei Animal Crossing geht das. Ja, bei Animal Crossing geht das. Da kann man sich Briefe schreiben. Da schreibe ich mir mal Liebesbriefe mit meiner Schwester. Weil die kann man auch nicht laut auf vorlesen. Warum denn nicht? Der Stream ist nicht FSK 18. Okay. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Aber, Besch, was hältst du denn da davon? Wir hauen mal Holz und Steine für den Hühnerstall. Der Hühnerstall kostet 4, ne? Wofür bin ich jetzt? Pfui, es stinkt. Was? Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ah, okay. Die wollen die Kanalisation erforschen. Mhm. Die Mayo-Maschine? Kannst du das eigentlich jetzt auch machen? Also ich habe eine Mayo-Maschine. Ich kann Sprengte herstellen. Ich brauche dazu aber einen Eisenbarren und einen Kupferbarren. Ja, wir haben bis jetzt nur Kupfer gefunden und von Kupfer haben wir auch noch nicht so viele. Aber können wir das nicht kaufen? Weiß ich nicht, aber da bewegt sich irgendwas. Ey, ich will auch wegrennen. Ja, dann stellt euch doch nicht hinter mich. Ich will da auch... Ja klar, und ich renne da wieder hin. Eigentlich ein Let's Bash Together oder nennt man das dann direkt ein Let's Mash? Ich wäre für Let's Bash Together. Ich bin bei planlos geht ein Plan los. Ist auch okay. Weil ich, ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh, guck mal, Meerrettich. Oh, guck mal, noch mehr Meerrettich. Aber wie komme ich jetzt hier? Okay, das ist die Farm. Hier soll jetzt eine Axt liegen. Nicht in diesem Leben. Ach so, und die Pusteblume brauchen wir auch noch. Pusteblume. Bist du nur lang gerannt? Hier ist ein Feld mit Lauch. Kann ich das klauen? Frühlingszwiebeln. Ich kann dir die Frühlingszwiebel abrippen. Ich meine natürlich ausborgen. Natürlich. Da ist noch ein Feld. Komm runter zu mir. Komme. Ich hab was zu essen. Komme. Wie kommst du da runter? Bist du über den Schleim gerutscht? Nee, ich bin zur Farm runter.
Ich bin einfach bei uns quasi die Farm runtergelaufen. Okay. Und den Schleim bin ich noch nicht runtergerutscht, weil da oben muss ich doch noch die Axt finden. Die habe ich gefunden. Echt? Ich hab sie. Ist sie? Soll ich jetzt, wo bist denn du? Ich glaube rechts von Siehst du mich? dir. Nee, gerade nicht. Siehst du mich jetzt? Kurz. Ich glaube, ich habe dich Ah, da gesehen. nee, weiter links. Muss weiter links. Bin hier, bin nämlich hier über das Wasser. Ich hätte. Ah, da bist du. Hier. Gotcha. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn ich sie angenommen habe. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal nehmen müssen. Die war. Wo bist du denn? Achso, hier habe ich die Frühlingszwiebeln alle entwendet und hier habe ich die Axt Ja, gefunden. ich sehe die Axt noch. Die Frühlingszwiebeln sind weg. Aber die Axt bringe ich jetzt erstmal weg, weil das gibt nämlich auch nochmal Kohle. Und die Kohle brauchen wir. Oh Gott, ich habe mich schon wieder verlaufen. Da unten war das bei den Kiddies. Oder? Was? Ach, Besch, kannst du mich wieder Lamborghini abholen Ja, hat oder keine Lust auf seinen, auf den wieder den Mercedes. Bugatti, weil der Mercedes, bin ich einfach. Bist du Millionär? Er liegt gerne flach, also muss man ihn lassen. Oh. Was Lacoste die Welt, das ist mir Rolex. Genau. Also da, Jungs, ich muss euch da echt enttäuschen. Autos interessieren mich nicht ganz so dolle. Wo soll man denn die Achsen bringen? Robin. Ach, Robinchen. das ist Lea. Ich habe Lea und Robin gerade verwechselt. Vögelchen. Was ist denn das hier eigentlich für eine Hütte? Ah, Lea. Oh. Robin war links oben, oder? Du musst einmal hoch und ja, links oben. Links oben war das, glaube ich. Aber was ich jetzt gerade mal gucke, ich Rechts laufe oben mal runter. was. Ich glaube, ich weiß da, ich weiß, wo nochmal Pusteblumen waren. Wir brauchen ja noch eine Pusteblume. So, die war da nämlich links. Das weiß ich noch. Ach so, hast du eigentlich die Geoden? Habe ich wieder zurückgelegt. Wollen wir die mal abgeben? Das macht Sinn. Aber das Spalten kostet ein bisschen was, ne? 25, dass ich in deinem Ferienhaus in Ach, Spanien mit Blick aufs Meer wohnen darf. ich habe gerade die Höhle gefunden. Achso, dein Kollege bedankt sich gerade für den Unterschlupf in der Villa. Ja, gerne. Bist Und, du ein wie findest du den neuen Zuhälter? Billardtisch? Alter. Hättest du gesagt, er hätte einen Bauernhof, wo ich damit, wo ich Kühe melken kann? Das wäre eher deins gewesen, gell? Das ist eher meins hier. Ich habe ein Schwert bekommen! Ich habe ein Schwert bekommen! Wo? Im Loch, wo ich bin. Ich kann es nicht besser beschreiben. Also es gibt einen Eingang zu einer Höhle Wo und denn? du bekommst. Geh mal auf deine Karte. Warte, Und die bist du Rutsche ist super. hochgegangen bei Robin? Du Süße, bin mal raus für heute, nicht so meinen Tag, bin morgen gerne wieder. Okay, mach das. Warte mal, ich soll die Karte aufmachen. Tschüss. Tschüss, Kati. Wo ist denn die Karte? Ah, da. Da hinten? Genau Warte, ich da. komme. Ich komme. Ach, Bärsch, jetzt hast du auf einmal einen Bauernhof. Sieht so aus, ja. Was geht im Chat von Bärsch ab? Weiß ich nicht. Marlon. Vielleicht darfst du ja da wohnen. Artgerechte Haltung im Stall oder was?
wird mir im Leben nicht einfallen. Ich kümmere mich um die Kälbchen. Na, sehr schön. Ach, super, du bekommst jetzt auch das Schwert. Ja. Ja. Lustiges Schwert. Ganz ehrlich, ich habe gerade Lust auf ein bisschen Schwertkampf. Ja, dann mach und ich sammle nochmal. So, muss ich erstmal schneiden, wie das funktioniert. Das ist außer Betrieb. Ja, weil ich bin gerade nicht sicher. Also hier oben ist eine Tür. Oder es könnte auch ein Aufzug sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin unten. Scheint jetzt zu funktionieren. Okay, dann die Leiter. Weißt du, vielleicht sind die roten auch nur interessant. Nee, da kommt auch nur Stein. Okay. Hey. Rot ist auch ein Stein. Hi, Schutzengel. Hallo. Ich habe noch eine Geode. Ah, und ich habe die nächste Leiter. Tschüss, ich gehe runter. Oh, bling, bling. Bling, bling? Ja, bleib du mal da, wo du bist. Okay. Ich gehe mal wieder nach oben. Oh, bling, bling. Ach, da unten ist ein Mob. Ein Mobby-Mob. Oh, ich stehe. Hui. Da, oh, der Mob tut weh. Hui, 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 hui. Ja, deswegen bin ich auch nicht hingerannt. Ja, zack. Und ich stacke. Okay. Stacken beim Mob ist ein bisschen hoch. Meine Tasche ist voll. Schwierig. Ich habe hier unten Kupfer liegen. Du hast da unten Kupfer liegen? Ja. Was hast du denn? Hier. Ach, da. Ich sammle mal kurz für dich. Ja, danke. Und ich komme hier nicht... Oh, doch, ich komme hier durch. Hat er einen Bauernhof. Und ist Lebensretter für... Oh, jetzt sitzt bei dir im Chat. Ich glaube, der will die Leute hier verkuppeln. Das macht er bestimmt gerne. Ich glaube, das macht er gerade bei uns. Oh, okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe den Blob getötet. Kannst du das mal bitte einsammeln? Na klar. Ciao, Ayumi. Bis morgen. Hab. Gut. Ach was, ich will euch doch nicht vergucken, aber wenn ihr so gut zusammenpasst, ja vielleicht doch. Also, ja, was dann jetzt? Mist, guck mal auf die Uhr. Oh, guck mal, ich habe die Leiter gefunden. Lalala. Guck mal, ich bleib stecken. Hm, toll. Was? Du passt voll gut zu Bisch, ich weiß auch nicht warum. Mine verlassen. Ah, cool. Ah, da musst du auch nicht mehr jedes einzelne Stockwerk hochrennen. Und dann kommst du direkt raus. Ich muss erstmal den Weg nach Hause finden. Ups, siehst du? Okay. Erstmal dran vorbeigelaufen. Ach, komm mit, so ein Ärger. Ich komm mit, ich kenne eine Abkürzung. Tust du? Ja. Bin gleich bei der Farm. Oh Gott. Lena ist mit auf den Zug gesprungen. Nein, 0 Uhr. Ja, renn! Renn! Warte. Ab wann stack ich nochmal komplett weg? Schubi, ich glaub, erster. Ab 1, oder? Oha, ihr seid voll süß zusammen. Neues Rezept! Überlebensburger! Überlebensburger, was? Ja? Sammelstufe 2 habe ich. Auch so ein Burger? Ich hätte auch mal Lust. Essen? Mm. Oh, ich habe noch einen Donut. Ich habe mir heute Mittag Donuts aufgetaut. Oh, bei mir gab es ein Brötchen. So richtig schön mit Schoko voll. Mm. So, ich muss jetzt erstmal meine Tasche leer machen. Und ich habe schon wieder einen Brief. Nee, jetzt nicht. Ich steck mal den... Oh. Der Schmied steht gerade vor mir und möchte Werbung machen für seinen Laden. Oh, ich bin doch so...
Ah, ich sehe. Kein Kommentar. Ich bin doch so eine Intelligenzbestie. Ich kann einen Schmelzofen herstellen, kannst du das auch? Ja, das hatte ich vorhin. Ah, okay, da hänge ich dir doch ein bisschen nach. Wenn ihr befreundet seid. Hast du gehört? Was? Einfach weitermachen. Okay. Alles gut. Keiner ist gegen kind ist noch, alle. Kind ist noch ja? im Quatschen mit mir. Ich habe auch einen Brief. Verstehe. Schau einfach bei meinem Laden mit 75 Stein und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Was? Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Achso, das habe ich gelesen. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und so. Und sie sind sehr praktisch. Mhm. Also Robin will für 75 Steine noch einen Brief. Oh, ich habe auch einen. Und morgen ist das Eierfest. Oh, Essen. Essen, Essen, Essen. Falls ihr uns was sagen müsst, ich bin ganz Ohr. Was? Nanu? Ich hätte jetzt saugern die Sprinkler. Ja, dann mach. Wir brauchen aber erstmal das Erz. Komm. Nicht lang Schnagge, Kopf in Nagge. Was hast du in der gelben Kiste gehabt? Allerlei. Blau, okay. Blau hab ich Essen. Okay, rot war. Und Samen. Okay, ist auch Geode und Co. drin. Gibt's ein bisschen genau. Steinchen. Ich hab hier Monsterbeute Schleim. Ja, hätte ich jetzt auch zu Werkzeug, weil ich habe keine Ahnung, was du mit dem machen kannst. Ich habe hier einen Toppers und habe hier Kupfererz, Naturgut. Immer schon 9 Stück davon. Hausfrau Pflichten. Sehr schön, Janosch. Barren. Brauchen 20 Kupfererz und 25 Steine. Ja, so viel haben wir noch nicht. Wir haben jetzt 9 Stück davon. Ja, ja. Also theoretisch das gesehen. Ja das ist ja das Problem. Aber wir haben doch da Sinn. Unten. Kannst du mal kurz. Ach, renn einfach weiter. Gießen. Ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht. Könnt ihr auch mal Mario Kart spielen? Hab ich nicht. Oh, ich hab's tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Oh, hat ein Gedicht für dich geschrieben, was ich übergeben soll. Halle Cookie, you and me, this could be. Wenn du zustimmst, atme kurz. Wenn nein, mach einen Rückwärtssalto. Ende. Ein Moment, ich bin mal kurz. AFK, ich muss einen Rückwärtssalto machen. Leute, ich war mal im Turn gewesen, also. Das dürft ihr sogar hinkriegen. Du musst dir was Besseres ausdenken, Sippi. Jetzt kommt Oha. Ja. Böser Korb. Okay, ich bin in der Höhle und es ist dunkel. Und okay. Ich kann nichts machen. Und mein Hund läuft immer noch schwarz rum. Schwarzarbeiter? Ja. Dash? Ja? Was machst du mit dem Geld? Was für Geld? Wir brauchen für 4000, ne? Nur für den Hühnerstall. Das ist super. Oh, jetzt ist es mir da oben geplatzt. Aber keine Sorge, Bashi, lass deinen Charme spielen. L'amour. Bevor es wieder heißt, wir haben viel zu viel Energie. Gut so. Ich suche noch mal so ein Feld, wo wir eventuell. Anna, wie heißt's? Wo wir vielleicht noch mal Erz finden können. Mhm. Vielleicht finde ich ja was. Oh, da. Nee, da unten geht's leider nimmer weiter. Hadi! Da irgendwas? Was?
hat mir gerade heimlich gesagt, sie mag dich, aber eigentlich soll ich dir das nicht raten. Ey, wenn jetzt keine Pflaume bei mir klingelt, raste ich auf. Ich schicke dich gleich wieder nach Hause. Ich habe eine Videobotschaft für dich. What? So, warte mal, hier hatten wir ja Zeugs gehabt, genau. Guck mal, habe ich wieder ganz viel. Max, ich habe eine... Ich habe Ahornsamen. Ich pack das mal hier in die Samenkiste. In die erste. Da sind nämlich auch noch meine Tannenzapfen. Im Übrigen. Ey, werde ich eigentlich zu eurer Hochzeit eingeladen? Was? Wo? Nähe Hannover? Also wäre nice, wenn ihr da in der Nähe feiert. Ja. Du bist eingeladen und musst eine Rede halten. Du bist eingeladen und zahlst. So eine Option. Abends die Getränke. Okay, nur die Getränke. Ich glaub, diese Preis wie Freunde. Das wäre Strafe genug. Okay, Lena möchte Blumenmädchen sein. Ja, okay. Mache ein Gedicht fertig. Sippy ist unser Poet in der Runde. I see. Und wenn es geht, bitte einen Kuchen mit Schokolade. Den mache ich dir. Also den Kuchen mit Schokolade, den backe ich dir sehr gerne. Ja. Siehst du? Ups. Oh, du hast ein bisschen wenig Energy. Ich hab noch ein Hochzeitskleid. Aber so sehr schön, Janosch. Das freut mich so. So, du gehst schon mal, ja. Dann gleich schlafen oder so? Ich? Nee, ich suche jetzt noch eine Pusteblume. Ach, sehr schön. Weil die können wir dann nämlich noch abgeben. Dann haben wir das erste Bäumchen. Bündelchen. Nee, Bündel sind das, nicht Bäume. Aber doch, das ist ein... Oh, ein Ohrkurzel. Ja, maybe sees. Oh, nee, nur eine Narzisse. Mist. Ich möchte eine Pusteblume. Jetzt habe ich die alle so schön verkauft. Ich glaube, das war ein Fehler. Was denn? Ich hatte anfangs Pusteblumen, die habe ich alle so schön verkauft. Also wir haben hier noch 2 Narzissen im Körbchen. Nee, wir brauchen Pusteblumen für das Gemeindehaus. Oh, guck mal, da ist eine Mülltonne. Hihi. Aber nix. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Naruto. Wie heißt er noch gleich? Der mit dem Oktopus. Da lag Essen vor der Tonne. Was? Da lag Essen vor der Tonne? Was? Echt jetzt? Stimmt, das habe ich, nee, das kann nicht sein. Hast du wieder das Essen nicht mitgehen lassen? Ich habe mich gerade daran erinnert, dass das Essen runtergefallen ist und ich konnte nicht mehr aufnehmen. Okay. Da muss ich gleich nochmal Kilometer trennen euch eigentlich. Genug. Was ist das? Wie, was ist das? Ich habe einen rostigen Löffel. Du hast ein Artefakt gefunden. Der Direktor des örtlichen Museums hat sicher daran Interesse. Ich dachte, das wären Würmer. An einem rostigen Löffel. Wie lustig ist das denn? Und Kupfererz. Oh, aber meine Energie. Und Lehm. Oh, ich sterbe gleich. Wer schnippt kurz ein Privatjet? Ich hänge mir jetzt mal einen Wecker um den Hals, dann geht's los. Was machst du? Flavor Flav. Oh. Ja, es ist verschlossen. Nein, ich bin zu spät. Aber hier auf dem Boden, das, da,
da gucken wie so Würmer raus. Und da hatte ich... Wo willst du eigentlich hin? Zum Strand? Hier, sammeln. Okay. Da, da musst du mit der Hacke drauf. Hier. Hier liegen einfach mal Muscheln rum. Wie lustig ist das denn? Ja, es lag auch das letzte Mal rum. Mit das der Hacke gut. Oder meinst du... Genau. Ich habe ein Buch gefunden. Richtig. Ha, kann ich gleich heute Abend lesen, wenn ich gleich pennen gehe. Schön. Da, Venusmuschel ist da noch. Die kannst du auch noch mitnehmen. Achso, du kannst die nicht mehr aufnehmen? Nein, hier ist auch noch was. Ich bin voll. Wie viel Holz brauchst du denn hier? 300. Das ist eine Nummer. Ja, mir brauche ich doch die Hühnerstall. Bock, 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 bock. Ja, ihr habt Bock? Nein. Bock, 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 bock. Das brauchen wir. Oh, wetten, ich laufe jetzt wieder. Du musst doch oben voll genau. Voll die Nicht-Abkürzung. Ah, und falls ihr es langsam angehen wollt, ich kenne ein gutes Restaurant. Geht doch gar nicht, ist doch alles zu. Geht ja wohl. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ich glaube, die Muscheln brauchen wir auch. Da bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir die Muscheln für das Buch brauchen. Die Muscheln würde ich in die erste Kiste. Oder willst du in der zweiten Kiste? Ich habe sie jetzt gleich in der ersten Kiste. Ja. Und der rostige Schlüssel müssen wir auch abgeben. Meine Mama kocht für euch. Ah, die Mama von der Lena, die ist gelernte Köchin. Oh, warte mal, aber ich habe hier noch Rufbucheintrag. Erreiche Ebene 5 in der Mine. Okay. Oh ja, ich hätte mal wieder voll Bock auf Rouladen. Mit Rotkohle und Klößen. Und einer leckeren Bratensoße. Also richtig Hausmannskost hätte ich gern. Janosch, aha. Die macht meine Oma fast jeden Sonntag. Oh. Ich beneide dich. Welch? So viel Energie und so wenig Zeit. Kann man eigentlich hier so eine Abstimmung machen, wer findet, dass ihr gut zusammenpasst? Ich glaube, das geht sogar mit Streamlabs. Geht das? Ja. Frag mich aber bitte nicht, wie das funktioniert. Soweit bin ich noch nicht. Du hast den Schleim verkauft. Warum hast du den Schleim verkauft? Ich glaube, die werden wir noch öfters finden. Ich wollte doch mal wissen. Ich mache dir eine Lende mit Schinken umwickelt. Ich bin dabei, Janosch. Oh. Ausrufezeichen Abstimmung. Nee, das geht nicht. Schade. Eigentlich wäre es ja Ausrufezeichen Vote. Psst. So, es gibt heute auch im Übrigen Fest. Was muss ich denn da noch einstecken? Was ist das? Das ist ein Ahorn. Das habe ich. Ich habe Ahorn, Eiche. Und Kiefer habe ich dir, ja, in die erste Kiste. Okay. Du bist doch unser gemeinsamer Seher. Nee, blau. Blau. Da ist auch noch ein Tannenzapfen. Oh, Tatsache. Da habe ich die Samen, was man auch so Richtung Bäume machen könnte. Ganz ehrlich, das sollten wir vielleicht gleich machen, weil die brauchen ja Ewigkeiten, bis sie gewachsen sind. Ah ja, dann kennst du ja schon mal Anfange hier. Jawohl. Oh, jetzt hab ich wieder ein Feld bewässert, was überhaupt nicht zu bewässern ist. Achso, und ich darfst du dann auch nicht umnieten. Ja. Yep. Warte mal, aber wie mache ich denn das? Um das zu kennzeichnen. Keine Ahnung. Ich pack's am besten hier in die Mitte. Wenn du Pech hast, ist es halt nur. Es ist halt Holz für unseren Hühnerstall. Das ist okay.
weit muss ich den auseinanderpflanzen? Ich hätte gesagt, wir machen das so Bepflanzung, alles auf dem ersten Farmabschnitt. Wo wir auch das Feld haben. Nee, die Bäume brauchen ja eine Weile, bis sie gewachsen sind. Das stört mich nicht. Aber dann weiß ich wenigstens, hause nicht um. Wie ist okay. Denn die? Theoretisch. Ja, doch links hier. Da hätten wir noch Platz. Kurse. Bei dir steht irgendwas. Oh, jetzt habe ich wieder ein Feld begossen, was... Das ist echt hart. Du bestellst 4 Felgen, kommen 3 an. Ich habe keinen. Meine Mama macht Rinde und ich mache Pudding mit Streusel. Ja! Sehr gut! Felgen bestellen so 3... Moral der Geschichte, Bäche und Kubi passen gut zusammen. Ach so, apropos. Nur für euch. Machen wir das erste Event, hä? Was? Ja, wir haben jetzt ein Event. Jetzt. Okay. In der Stadt. Na gut. Da müssen wir hin. So, komm mit. Der ist immer noch am Pflanzen. Pflänzchen mache. Das muss doch hier werden, muss das. Und ich suche immer noch die Pusteblume. Fühlt aber das hier alles 20 Jahre. Oh. Ich muss auf dich warten. Ist nicht wahr. Doch. Warten auf die anderen Spiele. Also wir müssen das Fest sogar zusammen verbringen. Ich hätte jetzt Bock auf meinen Donut. Ich hab Hunger. Was? Whisper, Beshi, warum bist du so hübsch? Falls Bash keine Zeit mehr hat, spielst du dann nochmal. Ja, ich spiele morgen nochmal Story of Seasons. Und am Mittwoch werdet ihr nochmal mit uns beiden das Vergnügen haben. Nee, ich habe einfach nur laut vorgelesen. Wir können hier einen Plüschhasen kaufen. Eine Erdbeersaat, ja. Saisonpflanze. Ist aber ganz schön gesalzen vom Pricing her. Das ist richtig was gesalzen. Das? Also der Hase kostet 2000. Oh! Mhm. Saisonpflanze, bunte Gemälde, Pastellbanner, Heugabel. Oh. Nee, lassen wir nochmal, oder? Wir brauchen das. Oh, Mittwoch geht's weiter, das ist gut. Beshi schenkt ihr den Plüschhasen. Was? Nein! Damit eroberst du ihr Herz. Zack, gekauft. Nein! Was können wir hier eigentlich machen? Mit wem müssen wir denn quatschen? Theoretisch mit allen. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Wollen wir Eier suchen gehen? Ich glaube noch nicht. Ich würde das mit allen quatschen, weil das ist nämlich doch eine der Quests. Und ich glaube, ein besseres Event, ja, wo die alle zusammen... Ich hab's noch. Ich glaube, ein besseres Event, wo du alle zusammen hast, findest du so schnell. Scheiße. Ich hab's gerade aktiviert, Entschuldigung. Ups. Ich bin im Schnelldurchlauf einmal durchgerannt. Okay, was müssen wir machen? Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ich brauche eure Gino, wenn ihr meistens Eier findet und den Preis abstauben wollt. Wie mache ich jetzt das? Lieber ein Plüschkälbchen als Tippbash. Und dann sind alle bereit. Ja, doch. Ja, Plüschkälbchen. Oh. So, warten auf Spieler. Gut. Das hört sich jetzt aber auch nicht ganz jugendfrei an. Sammeln wir zusammen die Eier? Die Ostereier? Ja, oder getrennt? Das werden wir gleich sehen. Die Eiersuche beginnt. Ich
weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was wir jetzt machen müssen. Eier suchen. Nein, also wie im Detail. Ich hab eins. Ja, Help, wo hast du es gemacht? Ah, okay. Ich hab das nächste. Ich hab's auch. Bam. Snack. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Bam. Weg da, Platz da, jetzt komm ich. Bam. Ich war schon fünf. Ja, hab ich. Ding. Da. Bam, meins. Geh weg. Das ist meins. Meins, meins. Weg. Weggesnackt. So, da hinten ist das nächste. Zack, das ist auch wieder meins. Ach so, hier ist abgesperrt. So. Okay, warte, was du hast das gewonnen. Jetzt? Ja, du hast mit zwei Eier gewonnen. Ich weiß gar nicht, was die anderen gesammelt haben. Schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche? Mimi. Ja! Ich hab die meisten Eier gefunden. Nicht schlecht. Ich hab einen Strohhut. Ich nenne dich jetzt Ruffy. Ey, wo ist mein Geld? Boah, wir haben ja schon total spät. Ich hatte keinen Plüschhasen bekommen. Obwohl. Nein! Nein! Nein, 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 das solltest du auf keinen Fall machen. Ich packe ihn mal hier rein. Ja, macht Sinn. Aber jetzt wirst du jammern, weil wir noch so viel Energie haben. So wie immer halt. Doch, ich hab den Ruffy-Witz verstanden. Hat sie. Hab ich. Na dann. Ich geh ins Bett. Ja, es rentiert nicht mehr. Warte mal. Ruffy, Zorro, Sanji, Nami, Chopper, Frankie oder Frank. Oh, wie hieß die mit dem Fleur? Nico. Nico Robin? Nico Robin. Robin, ja. Robin, ja. Da habe ich aber noch einen vergessen, das Skelett. Nennen wir mit One Piece. Also ich hab das gesuchtet. Aber ich habe Hoferbeitstufe 4. Ja. Sie steht auf dich, aber verrat das keinem. Ledermausi, das ist ein Anime. Ein Piraten-Anime. Komm, bumm, schnelle Ernte. 1, 2, 3, meins. Bumm, 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 bumm. So war ich in etwa bei der Eiersuche unterwegs. Das ist ja lustig. Es gibt eine Statistik, wenn du an die Vogelscheuche rangehst, wie viel davon schon verjagt wurde. Das habe ich dir doch vorhin gesagt. Habe ich es nicht realisiert. Was? Sie hat es nicht verneint. Nicht nein ist fast ja. Nicht, oh. Nein. Nicht nein ist kein Nein. Nee, weil ich beide Chats auf habe und nebenbei sehen, normalerweise bei Story of Seasons, wenn ich ins Hauptmenü gehe, dann ist auch Piano. Also dann bleibt meine Zeit auch stehen. Nur hier läuft es halt einfach weiter und da muss ich mich auf beides konzentrieren. Warte mal, ist das der, wo der mit dem Strohhut und so ein komisches Oberteil Unterhose rumrennt? Also Strohhut hat er, anfangs hat er eine kurze Short und ein rotes, offenes, kurzärmliches Hemd. Genau. Hemd ist es, ja. Und den Strohhut. Und ich stacke. Ich weiß, sie ist ein bisschen aufgeregt, deinetwegen. Aber das Dacken ist jetzt weniger geworden, zumindest. Ja, es ist weniger. Aber komischerweise, wenn ich mal stacke, dauert es auch nicht so lang, bis ich wieder frei bin. Das war davor viel, viel schlimmer.
So, ich tu mal meine Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Rumpel aus der Tonne. Nein. Aushilfe gesucht. Damit du die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit bringst. Harley hat heute Geburtstag. An jeden Fischliebhaber. Wer ist das? Ich komm mit. Ist das eine Blonde? Nee, weiß ich ehrlich gesagt auch gerade nicht. Sehr schön. Nur vom Bild gesehen. Ich muss angeln. Ich gehe jetzt erstmal ins Museum. Richtig, Geld Gib weg. Gib diesen Schlüssel ab. Ich glaube... Ja, nee, ist Pam. Das war Pam. Geld ist weg. Noch was? Ist es da. Was? Nee, Alter, erschreckt mich gar nicht. Ich dachte, es ist wirklich schon wieder weg. Nee. So, das da hab ich. Ja, das packe ich jetzt einfach hier hin. Halli, die Hexen. Ich bin so ein Clown. Ja. Sei für Brise, nicht? Okay, ich muss angeln. Ey, das bringt ja gar nichts. Was? Das tut, ey, da blutet mir jetzt schon das Herz. Wieso? Weil das nichts wird. Ja, sag ich doch. Ey, kurz vorm Ziel! Gibt es doch nicht. Pfeffer. Forellenbarsch. Oh, wenn der so weit... Oh, ist schon wieder nichts. Wo ist mein Geld? Bash? Ja? Wo ist meine Kohle? Auf dem Feld. Und gleich wird die Kohle bewässert. Alter, bist du wenigstens was. Ich hab Hardy gefunden. Kann ich dir irgendwas geben? Warte, hier, was zu essen? Oh. Okay. Hat funktioniert. Oh, ich gib's auf. Ich verbessere die Angel. Ey, Pustekuchen. Wo ist denn die Harley? Die Harley ist gerade auf dem Weg nach oben gerannt. Links oben in der Stadt. In die Deckwitzen. Ist das die? Nee, das ist Penny. Nee, links oben. Ganz links oben. Ist die Richtung Robin gelaufen? Ja. Ich hab den Cookie für wieder Geld und Bash gibt's wieder aus. Ich glaube auch. Ach so. Ist das da, die Blonde? Ja. Oh Gott. Genau die. Gib ihr irgendwas. Ja, genau, eine Narzisse. Ich brauche eine Pusteblume. Hä? Für das Buch brauche ich noch eine Pusteblume. Okay. Aber ich habe schon wieder keinen Fisch gefangen. Ich habe da gerade so ein bisschen... So, ich verspüre gerade so eine ganz, ganz kleine Wut. Das könnt ihr häufiger zusammen streamen. Ihr harmoniert so gut. Ja, Mittwoch streamen wir ja nochmal. Mhm. Ich hab Treibholz. Ganz klasse. Wir hätten nur ein paar Flächen frei. Wie schnell willst du die Hühnerfarm bauen? Demnächst. Ich kann gerade nicht reden, ich muss mich konzentrieren. Okay. Nein! Dieser... Es wird wieder nichts. So kurz davor, es hat nicht mehr viel gefehlt, dann hätte ich ihn draußen gehabt.
Das ist mein. Was? Ich habe eine Cola-Dose. Also bei Treibholz und Cola-Dose bin ich echt gut. Was Angeln angeht. Okay. Jupp. Aber dann verließen sie auch. Ich will wenigstens einen Fisch heute. Ich hab einen Fisch! Nee, raus! Ich du jetzt hast einen Gotteslachs bekommen. Nicht schlecht. Den verkauft. Oh nee. Ist der wichtig? Ich glaube nicht, nein. Nein? Ich glaube Weil nicht. Dann nehme ich den Auftrag an und verscherbel ihn direkt. Mhm. So. Das Verscherbeln ist nicht so schlecht. Kriege ich jetzt mein Geld? Ich habe einen gefangen. Das ist nicht dein Ernst. Ich muss einen Forellenbarsch. Genau, das meinte ich. Jetzt habe ich das angenommen. Wo kriege ich jetzt einen Forellenbarsch her? Das gibt's doch nicht. Das ist doch hier nicht euer Ernst. Ja, Lena lacht. Wie sein Facecam ist er locker eine 10 von 10. Oh, mein Spiel hängt. Ich sehe gerade gar nichts. Oh ja. Ah. Ich bin raus. Also den Fischbarsch kriege ich höchstwahrscheinlich nimmer hin, bin ich ehrlich. Oh, wer bist du denn? Mani. Und ich krieg die Narzisse, nicht Narzisse, die Pusteblumen habe ich immer noch nicht. Die kriegen wir doch bestimmt irgendwann. Warte. Findest du Bash Sims auch so erotisch wie ich? Also ich möchte kein. Sippy, ich möchte kein Teil deiner Fantasien sein. Und ich möchte ungern Teil deiner. Lena Bell. <Bash. lacht> Aber ja, er hat eine sehr angenehme Stimme. Er hört sich nicht so an wie ich, so quietschig. Och, ich mag deine Stimme. Na, quietschig. Nein. What the? Warte mal, hier ist Futter. Warte mal, hä? Nee. Hier muss Ordnung sein. Ach, da hast du die Narzisse. Ach, da ist die Jojo. Du hast auch eine sehr angenehme Stimme. Dankeschön. Wenn, dann geht's nur um Beschi. Ah, siehst du, Besch, du hast eine angenehme Stimme. Ja, hat er auch. Stehe ich auch da dazu. Sag mal, diese komischen Dinger da auf dem Boden, hast du das gepflanzt? Ja, habe ich. Okay, ich lasse es stehen. Das ist nett. Lena sagt, wir haben beide eine angenehme Stimme. Hm. Vielleicht sollten wir mal anfangen, Bücher zu lesen. Oh, und Let's Read. Sowas? Ja. Nee, das ist Let's Chat, oder? Hm. Oder Chatten. Ich habe Let's Read mal, glaube ich, in Skyrim gehört, weil es da so unglaublich viele kleine Storys zwischendrin gab. Ah, okay. Den mich anzulegen, ist echt schwierig gerade. So, sonst wird wieder halt gemeckert, weil ich zu viel Energie habe. Warte, ich lese sofort, Lena. Ah, daneben. So, jetzt. Können wir irgendwann mal so ein Spiel spielen, wenn man Solo-Stories
herausfinden muss. Können wir machen. Mir fällt aber pauschal nichts ein. Da liegt irgendwas. Oh nee. Das will ich noch aufheben. Ich hab da unten noch was. Nee. Wo hast denn du jetzt die Samen hingemacht? Die Samen habe ich aufs Feld gehauen. Direkt. Ah, gut. Also in instant. Der blauen Kiste ist noch was. Ich hol dir noch. Na, jetzt stackt's wieder. Jetzt? Oder. Nee, oh, ich hab. Brauch mal die Kiste. Ich hol noch mal was. Ich hab noch mal was. Das konnte ich nicht einsammeln, weil bei mir alles voll war. Ahornsamen. Vielleicht Zelda. Habe ich auch nicht. Leider. Also alles, was so Richtung Farm geht, das habe ich. Oh, weiß das dunkel. Nicht treffe ich was. Ich liege im Bett. Ja, ich habe gerade nochmal die. Wenn du dich vor die Kiste stellst, öffnet die sich doch automatisch und du kannst bis unten auswählen. Ja, ich habe nur gerade die Samen nochmal schnell gepflanzt, die du in die Kiste gelegt hast. Damit wir den Tag mitnehmen. Oh, Fischen nur 30. Fischen. Inklusive, inklusive durchgeweichter Zeitung. Das durchgeweichte Zeitung. Einfach mal alles reingetan. Oh, ich habe einen Brief. Ein Liebesbrief. Oma Evelyn, die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden alle deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Hast du gehört? Nochmal. Omi hat uns gewarnt, dass nicht alle Samen mit in den Sommer genommen werden können. Wir sollen jetzt anfangen, gut zu planen. Aber welche Samen sind denn für welche Jahreszeit geeignet? Das müsste doch eigentlich dort stehen, wo du sie gekauft hast. Also so kenne ich das. Schumi, erster. Hast du recht. Oder wir müssen mal gucken, ob das bei den Samen mit dran steht und dann nehmen wir uns welche, die du auch im Sommer aussehen kannst. Mhm. Was zeigt sich Bash eigentlich? Der hat so ein kleines... Ein Animoji. Danke. Animoji hat er. Ich habe Lachsbären. Hinterm Spielplatz. Bis wann streamt ihr? Wahrscheinlich so geht bis 9 Uhr ungefähr, oder? 9, ne? Ich hatte jetzt pauschal bei mir bei der Info mal 20 Uhr. Ah, okay. Ne, wir können auch länger, aber dann muss ich meinen Donut holen. Ich habe Hunger. Ich schreibe übermorgen Abschlussprüfung und möchte nicht lernen. Das ist natürlich sehr gut. Ich will da rein, da gibt's Pilze. Das heißt, du sitzt morgen in der großen Turnhalle mit der IRK. Lena möchte bis 9. Oh, da sind noch mal Bären. Hey. Ah, was habe ich jetzt? Auch noch mal Lachsbeere. Oh, das ist cool. Hier oben sind Sträucher, da kannst du Beeren sammeln. Oh. Oh. Ey, möchte nicht mit mir reden. Hey, komm. Aber schreibt. Und eure Liebesgeschichte ist so spannend. Was? Ich hab Lebensgeschichte gelesen beim schnell drüber gucken. Grüß mal diese Lena von mir. Lena, ich soll dich grüßen. Von Sippi. Hä, Sippi ist doch bei dir im Chat. Oder? Nee, Sippi schreibt bei dir im Chat. Okay. Ich dachte, ich hätte Sippi auch mal drüben bei dir gesehen. Ja, der war kurzzeitig bei mir. Ah, okay.
Okay, Wechsel in 6 Tagen kann bei der Ernte mehrere Löffel auf einmal bringen. 50 kann. Da lernt ja jetzt einer die Samenkunde. Das hört sich auch nicht gut an. Okay. Das musste ich nämlich auch lernen. Frühling, Frühling, Frühling. Ich hab wieder Lauch. Wo sind wir denn eigentlich unsere Jahreszeit? Wir sind im Frühling. Ich weiß, aber wo sehen wir denn grundsätzlich die Jahreszeit? Wie lange der Frühling noch braucht? Das im Kalender. Das stimmt. Der ist draußen. Im Kalender dürftest du das sehen. Cookie, kannst du Sippi danken? Ah, danke Sippi, soll ich dir ausrichten von Lena? Ein roter Pilz. Aber vielleicht kann ich hier diese Bären nochmal abgeben. Der ganze Monat ist dann sozusagen der Frühling. Ja. Okay, also ein Monat ist eine Jahreszeit. Ich weiß halt nur nicht, wie viele Tage hier drin sind. Oh Gott. Oh nee. Bei Tulpenzwiebel hätten wir sogar noch. Och Mann. Jetzt habe ich schon so viele tolle Sachen gefunden und ich kann nichts von abgeben. Ich will die Pusteblume haben, weil da haben wir nämlich das erste Bündel fertig. Ist mich City eigentlich. Was? Warum grüßt mich? Ach, Sippi, eigentlich. Genau, warum. Sippi, warum grüßt du denn? Ich glaube, er sieht in dir, ich vermute mal, eine Verbündete. Da du gesagt hast, du kümmerst dich um das Essen für die Hochzeit in allem drum und dran. Welche siehst du, wie man es macht. Bash? Ja. Meine Kohle. Ja. Die ist weg. Und wieder. Ja. Vor allen Dingen, ja. Ach, da kommt gleich noch mehr. Apropos, weiß einer, wie ich hier eine größere Tasche bekomme? So, ich mache jetzt hier einfach Ordnung. Ich bin bestimmt sehr sympathisch. Wir haben gar nicht gegossen, ne? Nö. Sollten wir vielleicht mal tun. Wir sind direkt losgerannt. Super. Sag doch, planlos geht ein Plan los. Aber ich hole mir gleich mal schnell meinen Donut. Wenn das recht ist. Aber klar doch. Dann müsstest du nämlich da mal kurz, nein, es hängt. Das Gießen übernehmen. Frag doch mal, wie alt sie ist. Wo ist der Donut? Ich leg mich so ins Zeug. Stell den Bub nicht. Der ist gerade am Aussehen. Nee, jetzt am Gießen. Der muss sich konzentrieren. Oh Mann, Zippi, wenn du so viel Ambitionen auch beim Lernen hast, hier drin, bist du ein Einserschüler. Nee, Lena, er möchte, dass Bashi mich fragt, wie alt ich bin. Boah, jetzt habe ich daneben gegossen. Aber dieses Spiel verzeiht ja nichts, was das Gießen anbelangt, ne? Gar nichts. Ach Gott, es ist... Einmal daneben gegossen und zack, schon in der Gießkanne auch weniger. Ui, Sid, ich glaube, das möchtest du nicht. Also Lena hat es gerade in den Chat reingeschrieben.
Gott, hier sieht's auch aus. Kraut und Rüben, ey. Sehr gut, Lena. Immer konsequent bleiben. Gut. Toll. Kann ich sehen. Ja, und Lena hat gesagt, Lena ist hier ganz konsequent, hat gesagt, schreib's nicht nochmal rein. So geht das hier. Nicht schlecht. Nicht weinen, macht nicht so einen bösen Move. Kennst du den Spruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben? Achso, ich hab nochmal Kupfer. Mhm. By the way. Ich auch gleich. Was mir gerade einfällt. Stell dir einen Schmelzofen her. Wie viel brauchst du noch? Was genau? Wo ist mein Geld? Nee, wo ist dein Geld? Es hat eben Ching Ching gemacht. Es hat Ching gemacht, weil wir Geld bekommen haben. Wee! Ich bekomme Geld! Nein, wir bekommen Geld. Entschuldigung. Wir haben Geld. Oder wir bekommen Geld. Genau. Ah, Ayumi ist nochmal da. Sarah, du bekommst die Tasche im Laden, aber nicht ihn ansprechen, sondern die steht rechts von ihm. Ah. Okay. Weißt du auch in etwa, was mich das kostet? Mein Geld wird hier eh... Oh, das ist eh schon zu spät. Was denn? Die Geschäfte haben doch nur bis 18 Uhr auf. Ja, das ist richtig. Sonst hätte ich... Warte mal, ich leg mich schon mal schnell ins Bettchen. Du kannst ja noch... Ja, dass ich meinen Donut holen kann, weil meine Zeit... So, die Zeit das ist läuft richtig. Ja. Das ist richtig. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Ich bin gerade Pelzenkloppen im Dungeon. Ja, und ich habe Erz nochmal zurückgebracht. Wieder da. Lass sie schmecken. Dankeschön. Ein kleines Hüngerchen gehabt. So, Stufe 3 gibt es auch irgendwie ganz andere Viecher nochmal im Dungeon. Wir müssen ja irgendwie auf die 5. Ebene, da bekommen wir ja auch nochmal was. Hofbucheintrag. Aber ganz ehrlich, da unten braucht man ein anderes Schwert. Ist doof. Was, die erste lag bei 2k und die danach bei 10k. Hier, Bash, theoretisch könnten wir uns eine größere Tasche holen. Dann sollte man das tun. Oder ist die Frage, müssen wir es nur einmalig ausgeben, weil wir beide miteinander spielen? Oder musst du es ausgeben und ich es ausgeben? Ich habe gerade ganz komisches Krabbelvieh. Oder? Das dauert ja ewig. Sag doch mal Hallo. Hallo. Hallo Krabbelvieh, komm mit. Hallo Krabbelvieh. Guck mal. Ich habe wieder 2 Geoden. Die müssten wir auch mal abgeben, ne? Mhm. Oh, ich bin komplett out of energy. Nein, der Flamme folgt mich. Hast du es noch weit bis zu hüpfen? Boah, hier, das war knapp. Okay, er hat mich nicht erwischt, aber mal, ich glaube gerade... Ich müsst ihr beide es kaufen, ihr teilt euch so ja auch nicht den Loot. Doch, tun wir. Was ist denn das da? Doch, doch. Das ist eine Kirschbombe, habe ich bekommen. Oh shit, ich laufe gerade in Zeitlupe. Ich habe auch gerade nichts zu essen dabei.
Das war vielleicht ein Fehler. Ich Aber habe hey, wieder was gelernt fürs nächste Mal. ja. Was möchtest du denn? Was zum Essen? Kannst aber auch gern erraten, Oh, wie alt das ich schaffe ich bin. nicht. Was denn? Ich schaffe das nicht, ins Bett zu kommen. In der Geschwindigkeit, wie gerade die Zeit voranschreitet. Unmöglich. Also das heißt, kipp's gleich um. Oh toll, da darf ich ja morgen alles alleine gießen. Sauf die Joja-Cola. Ich habe keine. Doch? Wenn Ich du doch. morgen früh Ja, wach nein, bist, dann. das bringt ja nahezu nichts. Boah, knapp, 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 knapp. Bitte, 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 lass mich. Ja, ich sehe mein Haus. Wann kippe ich um? Zwei? Zwei? Bitte zwei? Weiß ich nicht. Bitte, Also du bitte. hast noch 40 Minuten. Ach so, na dann ist safe. 30. Was macht der Hund bei mir drin? Weiß ich nicht. Sip, ich hab dir doch gesagt, das willst du nicht. Ich glaube, Lena hätte jetzt gern deine Gedichte, die du versprochen hast. Oh, ich habe Post. Was ist denn das? Liebe Nachbarn, ich hoffe, du bist in einem neuen Haus. Wohl, ich schreibe dir diesen Brief. Wir haben jetzt Dünger. Okay. Was macht denn deine Energie? Ist ziemlich im Keller. Richtig im Keller. Ja, dann geh was essen. Das heißt also im Klartext, ich müsste. Da ist auch noch Lauch. Ja. Die andere Zeit bekommst du erst, wenn ich die Gedichte höre. Ah! Kekse! Aber so nett bin ich zu dir. Ich opfer sogar meine Cookies. Das lieb, vielen Dank. Terror! Komm gleich mit dem Schwert ums Eck. Oh, der hat. Alter! Der hat richtig gut Energie gegeben. Echt? Ja. Ich sag mal, vielleicht so ein Drittel ist wieder voll. Ich denke, das reicht doch erstmal. Oh, ich habe kein Wasser. Das ist doof. So, Sippi, für wie alt schätzt du mich denn? Und immer die geilsten Zahlen bei rum. Wie wär das? Irgendeiner hat mal. Was? 25 sagt Ich er. wurde geschätzt auf 121. Was? Warte, du 121? hast die Lena auf 121 geschätzt. Na. Ich wurde geschätzt. Okay. Frechheit. Nein, Lena ist keine 100. 120. Noch jung und frisch. Hast du da reingeschrieben? 25. Ich 25. Oh. Aber danke. Was? Kopiert, aber gestaunt, dass ich schon drei Ex-Freunde habe. Okay, ich bin 56. Quatsch, bist du nicht. Das glaube ich auch nicht. Das bist du nicht. Wenn du jetzt für die Prüfung lernen musst. Kein 56-Jähriger hockt sich nochmal hin, macht Prüfung. Genau, wurde arbeitslos.
Oh, kannst du da mal bitte weggehen? Ich möchte deine Mülltonne durchsuchen. Oh Mist, die hat mich erwischt. Schade. Toll, jetzt kann ich hier noch nicht mal gerne Bier und schau fern. Hab man nichts zum Ernten gehabt heute? Mist, 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 Mist. Warum? Laden! Größere Tasche! Ja. Wo ist denn der Laden? Da ist der Laden. Huch. Ich hab eine Cutscene. Ich auch. Azibi, danke für die Falle. Cookie, ich hoffe, das hat es jetzt nicht gehört, Bash. Hast du das gehört, Bash? Was denn? But, und dann die rote Tasche ansprechen. Ah, okay. Ich glaube, ich war gefühlt noch nie in diesem Laden drin. Ja, das mache ich auch immer. Kriege ich jetzt die Tasche auch 50% geringer? Oho. Hast du eine Pusteblume gefunden? Nee. Oh Mist. Ein Glück. Genau, sogar vom Alter passt ihr. Hä? Warum? Ich bin doch keine 25. Kaufen. Oh. Guck mal. Hier. So geht man shoppen. So holt man sich eine ordentliche Handtasche. Du hast jetzt bitte nicht aufs Geld geguckt. Oder? Doch. Na, Mensch, das schon. Aber dafür? Jetzt okay. Weiß ich aber nicht. Ich bin gerade im Zumba-Kurs gelandet. Wie gut. And push and touch. And push and touch. Das ist ja geil. Kann ich das? Nee, das kann ich nicht. Kann ich das? Nein, das kann ich auch. Habe ich jetzt eigentlich auch einen Rucksack? Weiß ich nicht, guck mal. Nee. Mach mal X. Hab ich nicht. Hast du nicht? Wo hast du denn her? Im Laden. Welchen? Wo du das ganze Geld verschleuderst. Ach so. Und da gibt es... Wie hast du die Cutscene aktiviert? Ich bin einfach reingegangen und dann hatte ich eine Cutscene gehabt. Okay. Und dann kam der Typ von Joja und hat gesagt, komm zu mir, da gibt's alles für 50% weniger. Das habe ich auch gesehen. Genau, und dann bin ich auf den roten Rucksack drauf zugelaufen. Ach, der. Genau, und dann habe ich den für 2000... Du hast es gesehen. Wow, der nächste kostet 10.000. Ja, da müssen wir erst nochmal sammeln. Aber was gut ist, wir können jetzt ein bisschen Kohle sparen. Naja. Oder wir müssen nicht alle Ritz nach Hause. Space Taxi, ja! Preisliste, Preisperiode 1. Mhm. Oh, ich finde diesen Film so mega. Ich liebe ihn. Ich finde Bulli macht tolle Filme. Also richtig gute. Oder Schuh des Manitou. Extra large. Achso, ich habe auch wieder was fürs Museum. Hast du Geoden aufgebrochen? Natürlich nicht. Hm. Ich glaube, dann haben wir noch eine ganze Menge. Der lief oder? Letztens, der Film lief übrigens letztens im Fernsehen. Der hat hier. Kann ich dem die Blumen klauen? Nee, leider nicht. Weil der hat die Pilze, die ich brauche.
Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Was denn? 3 Wochen in den Top 10 bei Netflix. Ah, stimmt, bei Netflix gab es den ja auch. Ah, richtig. Wie alt? Hat sie doch geschrieben. Hat doch Lena geschrieben gehabt. Ich glaube, das hast du nicht. Oh. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Ich bin nicht diese Lena, nur Lena. Wie gut. Ich glaube, dir geht so langsam mal ein Lichtlein auf, oder? Ich habe immer noch keine Pusteblume gefunden. Nicht. So, was war hier mit 50%? Da kann ich hin. Wohin? Okay, das wusste ich nicht. Ach, dass es da oben Ich lang kann die geht? Straße hoch und runter laufen. Wusstest du das? Klar. Nein, wusste ich nicht. Ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, Bus ist Ende. Nee. Es gibt noch so ein sonniges Village, wenn ich mich recht entsinne. Ja, weil hier sind nämlich Bären. Ach, gucke. Er dachte, ich bin 11. Ach du? Ja, Sibi dachte die ganze Zeit, ich bin 11. Ja, so war das nicht gemeint. Warte mal, da hinten. Da ist doch nichts. Was ist das da? Außer Betrieb. Okay. Sip hat gerade wieder Kopfkino. Oh, sorry, ich habe gerade keine Brille auf. Ich kann das echt nicht lesen. Brauchen wir die Bären? Hau weg. Die Lachsbären? Die würde ich sonst verkaufen. Ja, okay, wir haben auch mehr als genug Kohle wieder ausgegeben. Stimmt, ja. Wir müssen unseren Nachschub sichern. Ach du Heiland. Huf, was war denn das? Bitte? Ich weiß es nicht. Der Hof Linden hat 15.000 G verdient. Ja, die sind schon wieder weg. Habt ihr das gerade gelesen? Geht denn das? Ach so, in Summe. Also mit allem. Da stand noch was. Da stand gerade, Mimi hat sich zu Bashi ins Bett gekuschelt. Oho. Das wuchernde Unkraut hat auf deinem Hof Schaden angerichtet. Das ist aber nicht schön. Ist der reif? Auch Hä? noch Hier ist nicht. doch nichts. Ich hab's auch gerade gesucht und nichts gefunden. Boah. Ach, gucke. Auf, schnapp dir eine Gießkanne. Irgend so ein Wahnsinniger hat hier so ein riesen Feld hingemacht. Ich weiß auch nicht warum. Oder wer das genau Unglaublich. war. Falsches Feld. Wo soll ich dann unseren Schmelzofen hinstellen? Du Platz ist. Das Hier ist links, immer eine oder? gute Idee. Hier. Hier neben am Haus. Die Geoden müssten wir auch zum Schmied bringen. Ah, ihr passt so gut zusammen, sogar das Spiel merkt das. Was ist passiert? Man ist immer so kurz davor, irgendwas wegzuschmeißen, zum Beispiel auf dem Schmelzofen.
Ja, das hatte ich aber auch mit dem Strohhut aus Versehen. Mhm. Ich wollte mir eigentlich genauer angucken und dann habe ich ihn auf einmal über der Mülltonne gehabt. Mhm, genau das. Da habe ich mir auch kurzzeitig gedacht, nein. Träumt heute Nacht vom Gießen. Oh ja. So, was kann ich jetzt mit dem Ding machen? Benötigt. Ah, benötigt ein Kohle. Kohle haben wir. Ich weiß. Oh, okay. Ah, ich kann immer nur einen nach dem anderen reintun. Stehe. Hä? Komm, das geht noch. Das geht noch. Komm schon. Ich will die Sprenkler. Ich auch. Boah, in Story of Seasons, ich hätte das schon längst besorgt. Wir brauchen noch mehr Öfen, davon abgesehen. Ich habe das Gefühl... Achso, Lena hätte gern immer noch die Gedichte. Die versprochenen. Na, Sip, wie schaut's? Ash, du wirst gefragt, was du sonst noch so spielst. Und gute Frage. Eigentlich wieder viel zu viel, um darauf eine sinnvolle Antwort geben zu können. Genre? Eigentlich total viele Shooter. Hm. Bum bum. Viel bum bum, das stimmt wohl. Was ich total gerne spiele, ist vom Genre-Typ an sich Multiplayer und Koop. Also das ist für mich inzwischen... Oh, das Ding ist fertig. Das ist inzwischen für mich total wichtig geworden. Soll ich gerade mal die Geoden mitnehmen? Ja, ich bitte darum. Ich schnappe mal kurz die Kohle und den Rest vom Kupfer und hau das mal alles ganz drauf in den Ofen. Yep, okay. Das, Hast du den gerade abgebaut? Ich habe den gerade irgendwie abgebaut, ja. Super. Was? Ja, wie gut. Oh, ich brauche 5 Erze. Das ist natürlich schade. Ja, aber Sippy, die Gedichte musst du bei mir auch posten. Sonst kann die Lena nicht mitlesen. Mhm. Lena muss das mitlesen können. Das ist wichtig. Und Lena wird jetzt gerade zum Powerpuff Girl. Mhm. Die hat flammende Hände. Blossom. Das ist, glaube ich, wirklich Blossom. Das war geraten. Was du da gerade für ein... Geoden aufbrechen. Boah, ich weiß aber jetzt nicht, ob das für alle langt. Probier's einfach. Oh. Oh? Doch? Oh nee, doch nicht. Also wir haben 5 Mark Kupfer, ja, Gold. Eisenbarren. Oh, ich stacke. Oh ja, ich merk's. Ich komme auf kein Inventar drauf. Na, jetzt wieder. Na, jetzt geht's. Was ist das? Malachit? Stein. Alzit? Ist das auch irgendwas fürs, na, wie heißt's? Fürs Museum? Ich habe hier eine ganze Menge Zeug fürs Museum, ja. Nee, auch die Erze, die ich da habe. Könnte es sein. Kannst du mir eine Pizza bestellen? Hab Hunger. Bestell die selbst. Bist du schon großer Bursche? Großer Burschi. Ja, das kann... Oh. What? Okay. Gar nicht mal schlecht. Ich habe noch 2 Sachen in der roten Kiste, die können auch zum Museum. Was? Und das andere, viele Spieler machen Spaß, doch nur, wenn Bash sie zockt. Ich schaue nur zu, weil ich zu Hause hock. War das ein Haiku? Hm.
Nee. Wie war das Haiku? 7575 Silben? Ich auch schon so lange nicht mehr. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich meine Pusteblume herkriege. Ah, ich glaube, es zu wissen. Lena freut sich über den neuen Dichter. Dichten kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Ich will noch eins. Oh, Lena hätte gern noch eins. Und ich... Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Auf, wenn du jetzt schon so angefangen hast. Ich will auch noch mal eins hören. Frag mich, wie ich hier die Büsche wegmachen kann. Ich glaube, Sip ist gerade schwer am Arbeiten. Was? Ich glaube, Sip ist gerade schwer am Arbeiten. Der besorgt sich was zu essen. Der hat Hunger, der Bub. Ich glaube, der wird nicht lernen, sondern der wird sich um sein Essen kümmern. Was ist deine Lieblingspizza? Meine! Ich hänge. Oh, ich merk's. Wenn du und Cookie dieselben mögt. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Pizza? Mhm. Ja, Pizzagespräch hatte ich schon mal im Chat gehabt. Ich stehe auf Pizza mit, am liebsten mit Ei. Oliven, Salami, Schinken, Paprika, Pilze. Ich bekomme Salami, Schinken, Zwiebel, Doppelkäse und Peperoni-Wurst. Was ist du? Ich habe den Löwenzahn. Ich habe ihn gefunden. Nein. Doch. Gehst aber schön Bären ernten, ne? Ja. Oh, der Mob hat mich entdeckt. Ein wilder Mob. Mist, hat mich... Ah! Sag gerade, hat mich vergiftet. Wo bist du eigentlich? Im Dungeon. Dungeons and Dragons. Ich bin die ganze Zeit schon im Dungeon. Echt? Ja. Und ich bin hier alles fleißig am Zusammensuchen. Im Dungeon Quest. Ist die Angie. Dungeon ist die Angie? Ja, moi. Ja, super, ne? Schnee haben wir. Genau. Nein, doch. Oh. Das war der... Louis de Finis. Louis de Finesse. De Finesse, ja. Nein, doch. Oh. Ah. So, ich bring. Hat mal schnell den Löwezahn fort. Ich habe noch nie Dungeons and Dragons gezockt. Lena, ohne Witz, noch nie. Gott, sind die schwach. So. Nein! Nicht hängen bleiben. Nein, 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 nein. So. Die geben wir jetzt ab. Bündel komplett.
Frühlingssaat. 30 Mal Frühlingssaat haben wir bekommen. Und ich sehe eine Cutscene. Hm. Oh, da ist noch was frei geworden. Und noch was. Mal gucken. Auch im Keller schmeckt es am besten. Was denn? Ein Moment. Wir brauchen die... Wir hätten die Rüben gebraucht. Rüben? Wo ist die Dunkel? Weil Bündel Nutzpflanzen Frühling. Wir haben neue Bündel freigeschaltet. Was, wir spielen aber Pen and Paper Rollenspiel. Kannst du es bitte nochmal sagen? Der Stream hing bei mir gerade. Was nochmal sagen? Dass du noch nie Dungeons & Dragons gespielt hast. Ach so. Ja, nee. Und Pen and Paper ist halt extrem weitläufig. Okay. Von der Story her. Also dein Dungeon Master findet halt immer ständig irgendwelche fiktiven Szenarios mit entsprechenden Zusammenhängen, dass du gerade im Mittelalter bist oder dass du gerade in so einem Weltend-Szenario drinsteckst, so à la Mad Max. Also Pen Paper ist ziemlich cool. Die Rocket Beans haben das eine ganze Weile auch mal gestreamt. Habe ich mir auch mal angeschaut. Liegst du eigentlich schon im Bett, by the way? Nö, wieso sollte ich? Guck mal auf die Uhr. Ich lieg schon im Bett. Ich komme! Sehr gut. Oh Gott, es ist spät. Du gießt morgen. So? Okay. Schaff ich das? Schaff ich das? Hä? Ich lauf und über mir habe ich eine Sprechblase, dass ich am Pennen bin. Nee, dass du extrem müde bist. Ach so. Aber das kommt, dann kann es das passieren, dass deine Energie halt am nächsten Tag nicht auf Max ist. Ah, nee. Bei mir ist safe und bei dir? Ja. Ja, passt. Ich habe ganz viel neues Zeug. Wir brauchen Rüben. Wir brauchen folgende Rüben. Normale Rüben und Sternerüben. Was machst du nicht kaputt? Es war gar nicht so gemeint. Huch. Und Kartoffeln brauchen wir auch. Falsche Taste. Ah, Pastinaken heißen sie, ja. Und Blumenkohl nehme ich auch mal mit. Die neue Tasche ist echt genial. Gell? Hat Ayumi super gemacht. Tipp kam nämlich von ihr. Ja. Ah. Warte. Davon brauche ich eine. Davon brauche ich eine. Achso, wo hättest du denn gern die Samen hin? In die gelbe. Ich verkaufe Hütte, okay? Stups. Komm zu altem Haus. Stups. Bring Münze. What? What? Okay. Wie läuft das in dem PS? Ich habe im Umschlag etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. Ja, du, keine Ahnung. Stups, ne? Stups. Gut, Maus. Haben wir gerade nochmal 500 bekommen? Hier in die zweite. Schadenfreude, was? Oh, jetzt wird doch Stardew unsicher gemacht. Hi, Schwesterchen. Ich frage, was ist das nur an, ist halt Fortnite und er dann lacht und ihm sehen, würde man sich dann freuen oder Schadenfreude? Schadenfreude. Das ist Schadenfreude, wenn du jemanden so aufs Korn genommen hast. So.
Weil er hat abgelost. Genau, er hat abgelost. Hat er das? Alter, wenn du aufgezogen wurdest von einem Kerl in Fortnite? Dann hast du dem schon sauber die Haarschnitte. Also, hätte ich jetzt gesagt. Was? One versus one, hab ihn gekillt. Also, doch, darauf kann man dann schon stolz sein. Hier, sag mal. Das ist einfach gerechtes Karma. Wie schaut's denn eigentlich hier mit Gießen aus? Gut. Ich merk's! Oh, ich hab kein Wasser. Joghurt. Guter Pizzaersatz. Nicht. Yummy. Ja, wo ist mein schwarzes Feld? Also, ich brauche noch ein paar Frühlingssaaten. Und hinter mir schnarcht es gerade. So. Bin mal weg. Soll nicht so klingen. Du warst schon fertig? Irgendwie so. Ja. Naja, gut. Ich. Also ganz fertig ist jetzt nicht, weil wir müssen gucken, dass wir direkt was nachzüchten. Was? Ihr habt die PS5? Was? Nadine schon. Krass. Ich will gar nicht wissen, was die gekostet hat. Heute ist Pams also Geburtstag. Wer? Pams, die Frau im Camper. Der Suffkopf. Ja. Oh. Beide Plotters zu Hause. Mist. Ich mag, spiele ich ruhig. Du, alles gut, Lena. Also, ich weiß nicht, ich brauche dieses Farming. Das heißt, ich brauche es, aber ich kann da total gut entspannen. Excellent, okay. Das ist echt heftig. Oh, ich kann bei Pam schon rein. Zip, ganz ehrlich. Nee. Gut gemacht. Wo ist es? Jetzt ist. Das gibt's doch nicht. Eben gerade. Nee, das ist Penny. Hä? Die hat doch aber auch in dem Container gewohnt. Hä? Ist die nicht hier? Gerade nicht. Oh, Tatsache, das ist die nicht. Menü? Nee. Weiß ich nicht, wo war es denn, ist. Wo war denn dieser Trailer? Das war der Trailer. Mhm. Wir wollten die eigentlich haben und ich wollte endlich mal wieder auf der P... 600 Öcken. Schon echt eine Ansage. Da ist sie! Wusste ich's doch. Die holt sich Steffsche. Hi. Hab ich doch gesagt. Hier drinne ist sie. Also war ganz okay. 100 Euro. Oh. Hat sich nicht gemacht. Aber ich warte ja, angeblich hat man in dem Nintendo Switch Update, ich hätte gerne einen Katzenfisch. Nee, kannst du vergessen. Ich hasse Fischen. Hat man im neuen Update einen Code gefunden für eine neue Switch Pro. Die hätte ich gern. Also wenn es wirklich nochmal eine Switch Pro gibt, dann hole ich sie mir. Hey. Ich will den Kalender, geh weg. Gut, jetzt haben wir eh den 18. von daher. Ich tue schon mal ein paar Sachen in die Bücher wieder rein. Mhm.
Ja, die sollen scheinbar bald rauskommen. Die hat einen größeren Bildschirm. Echt? Oh. Wir bräuchten noch einmal Bohnen. Es gibt bei Stardew Valley einen Mod, wo alle nicht auf der rumlaufen. Switch. Auf der PC-Version, ja. Oh, ich häng schon wieder. Vielleicht Ach, das doch ist mal die PC-Version ärgerlich. Spielen. Hä? Vielleicht sollten wir noch die PC-Version spielen. Dann müssen wir halt nochmal komplett bei Null anfangen, ne? Ja, aber das ist ganz ehrlich, das finde ich jetzt nicht schlimm. Kann man den Spielstand von der Switch? Mm-mm. Bohnen. Mm-mm. Wir brauchen Bohnen. Wir brauchen dringend nochmal Böhnchen. Ach, weißt du was? Selbst ist die Frau. Jetzt gebe ich mal Geld aus. Pa! Okay. Komm zurück, wenn Pierre im Laden ist. Ja, wo ist er denn? Da steht er doch. Jetzt sag mir nicht, der hat zu. Der muss hinter dem Tresen stehen. Nee. Ja, der hat in 10 Minuten zu. Nee, weißt du, wo der stand zwischen den Regalen? Ich weiß, ich hab's gesehen. Ja, jetzt ist es zu. Jetzt ist es zu spät. Oh je, du gibst Geld aus. Ja, ich habe schon Großgeld ausgegeben für eine große Handtasche. Oh, ich habe hier noch Zeug, das kann jetzt auch mal weg. So. Du hast mir jetzt auch für den PC geholt, dieses Stardew Valley. Echt? Ist das groß anders? Hab das nur für die Switch. Also, wenn du die PC-Version, das haben jetzt ein paar hier schon gesagt, du kannst da irgendwelche Mods freischalten. Kannst du installieren, ja. Keine Ahnung, was das ist. Also, da bin ich gerade wirklich überfragt. Ayumi. Kann man auf der PC-Version auch mit Controller spielen? Klar. Und es ist ein bisschen angenehmer zu spielen. Okay. Ja, und nackig rumlaufen. Und du kannst die Grafik halt nochmal ein bisschen feiner machen. Das wäre für mich, glaube ich, so der Hauptgrund. Also ich sag mal, die Grafik, Story of Seasons, oh, die Grafik, das ist halt an Niedlichkeit nicht zu überbieten. Das ist halt aber dieser Niedlichkeitsfaktor. Spricht mich ja total an. Hier ist halt die Grafik anders, aber so langsam, sag ich mal, gefällt es mir immer mehr. Also ich habe mich echt so ein bisschen gescheut auch. Oh. Ups. Was hast du denn gemacht? Ich bin langsam zu erschöpft. Oh, sieh an. Ich hör mal auf. Aber du hast ja nicht... Ich habe nichts zum Essen dabei. Ich habe nur noch... Ich hab keine Ahnung, wie die Version auf dem iPhone ist. Wobei... Es ist halt oldschool, genau. Es ist halt... Ja, es ist ein Spiel, was oldschool ist. Ich wusste gar nicht, dass es das fürs iPhone gibt. Doch, das gibt's fürs iPhone. Das ist ja krass. Das wusste ich. Nicht fürs iPhone, sondern es gibt sogar im Apple Store. Nicht Apple Store, ach. Ne? Yes, es. Meinst Play Store? Android. Play Store. Play Store. Danke. Play Store. Ja, der Grafik ist eher fast augenkrebs, weil er so pixelig ist. Es ist. Also, ich gewöhne mich da relativ schnell dran. Also das Einzige, was mich aber ein bisschen stört, ist die Gießkanne. Die verzeiht ja gar nichts. Überhaupt nicht. Hm. Wann ist der Stream zu Ende?
Wie viele Tage wollen wir denn noch machen? Ich würde sagen, wir machen heute noch fertig und dann überlegen wir uns das mit der PC-Version. Was meinst du? Ja. Ich glaube schon. Alter, also wir machen jetzt noch einen Tag. Ja. Ja, und da danach das Ende. Okay. Okay. Ja, nee, dann gucke ich mal wegen der PC-Version. Aber also was mich persönlich nervt, dieses Stacken. Das wird ja bedeuten, dass wir dann am Mittwoch nochmal komplett neu anfangen. Das tut mir aber ehrlich gesagt auch nicht weh. Davon abgesehen darfst du auch nicht vergessen. Also ich habe mir nur, ehrlich gesagt, diese Online-Premium-Mitgliedschaft geholt wegen Study. Die würde ja quasi komplett entfallen. Das würde bedeuten, ich hätte Study nach ungefähr 4 Monaten wieder raus. Wenn ja, ich es mir nochmal für PC holen würde. Es wird spät. Ja, ich bin schon auf dem Rückweg. Allerdings habe ich diesmal nicht den Grundsatzfehler gemacht und ich habe ordentlich Schwung. Ich glaube, ich kriege nur eine kleine Penalty. Also, 40 sollte ich, glaube ich, schaffen. Ja, okay, 30. Naja, ist ein bisschen Badger. Also, Lena, noch einen Tag machen wir. Was? Viehzüchter. Oh, Ackerbau. Jawohl. Was? Ah, Hofarbeit Stufe 5. Wähle eine. Was wollen wir machen? Was dir lieber liegt. Wir haben aber noch kein Vieh. Das Problem ist, wir haben keine Kohle für Vieh. Dann nimm Ackerbau. Tierische Produkte, guck mal, 20% das hat, doch jetzt theoretisch gesehen auch keinen Mehrwert mehr, wenn wir dann auf die PC-Version gehen würden. Nimm erstmal Ackerbau. Ja. Oh, oh! Wir haben wieder Geld! Mhm. Keine schlechte Nummer, der Blumenkohl ist auch reif. Ich habe eine Bitte, ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einen bringen? Haben wir einen? Ja, ich habe einen gerade aufgelesen. Auftrag annehmen. Okay, wo ist er? Jody will den haben. Wer war nochmal Jody? Erstmal gießen. Gib. Gib, 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 gib. Gib, 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 gib. Bitte. Weil du bitte gesagt hast. Bitte, 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 bitte. Ja. Ja. Yay. Wer war Jody? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Was ist das Problem? Wer kann sich hier noch an Jody erinnern? Im Chat? Ich hab den Namen halt echt noch nicht drin, ne? Warte mal, steht im Kalender? Stimmt, ja. Richtig. Vincent. Eierfest. Hayley. Emily. Oh, Mist. Kann ich, ja. Ich weiß es nicht. Ah, doch. Hayley. Pam. Ich kann ich dir nicht mehr sprechen. Jody. Ich glaube, ich weiß, wo die war. War die nicht hier? War die in diesem Geschäft? Oh Mist, wer war Jody? Okay, da pennt noch einer. Ich hab sie gefunden! Ach, Sip. Zum Glück nicht. Oh oh. Was denn?
Ah, es hängt schon wieder. Oh ja. Oh, ich komme da nicht hoch. 350 haben wir gekriegt. Und ganz unten rechts noch weiter runter. Das ja, ich hab's gefunden. Euch. So, und nochmal schnell in die Mülltonne ran. Immer ganz wichtig an die Mülltonne von anderen Leuten. So geil, das ist ein Mülltonne, ist irgendwann so ein Teller mit Essen drauf rausgefallen und ich hab's irgendeinem gegeben, der Geburtstag hatte, hat sich drüber gefreut. Das ist eigentlich schon ein bisschen, uah. Ist doch egal, gibt Futter. Ah, hier ist noch jemand. Ach nee, das war Mani. Schade. Aber nein. Aber nein, aber doch, aber ja, aber... Vielleicht. Das... Am Anfang hat das so gut funktioniert. Ein saftiges Stück Käferfleisch. Ich frag mich, warum das Spiel jetzt hängt. Also... War am Anfang aber es eigentlich echt gut gewesen, ne? Ja, jetzt fängt's an. Oh, das Lauch! Das nehme ich mit. Und da ist nochmal Zwiebelchen. Keine Ahnung, wer die anpflanzt, aber die sind jetzt alle mir. Nicht so schlecht. So, warte. Jetzt brauche ich hier die Hacke. Nein. Reissprossen habe ich. So, jetzt renne ich mal zur Kanalisation. Mal gucken, ob ich da... Denkst du, ich kann da runterrutschen? Wenn ich gerade nicht stacke. Also, wenn ich mich recht entsinne, konntest du in die Kanalisation rein, aber ich weiß nicht, ob du runterrutschen kannst. Ich glaube nicht. Es ist verschlossen. Ja. Nee, da werde ich wahrscheinlich diesen Schlüssel holen bei genau. Gas. Ja, das rentiert sich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Können wir dann, wenn dann, auf der PC-Version machen. Sieht gut so aus. Da rentiert sich's dann schon eher. Aber im Endeffekt, gut, dass wir jetzt schon mal soweit alles wissen. Hier ist eine Hütte. Hier ist eine Katzenhütte. Oho. Da kann ich eine gute alte Kappe oder einen Strohhut kaufen. Eine Hütte, wo Hüte verkauft werden. Eine Hütte. Ja, falls ihr Lauf braucht, ich biete mich an. Nein, du bist eine süße Maus. Ist ja auch Lena Mausen. Oh, das wird alles schlimmer. Ich bleib überall hängen. Also immer friert's mal so kurz ein. Ich glaub, die Version mag uns nicht. Oh! Ich hab hier einen Zauberladen. Kugelfisch, Schleim, Käferschleim, Kaktusfrucht. Schleim kostet 600. Was hab ich da weggegeben? Fledermausflügel, Kartoffelsaat. Oh. Tom K-Suppe. Das ist ja fies. Was? Warte mal, was mir gerade einfällt. Aber schon ein bisschen Wucher. Kleines bisschen. Achso, der war da oben. Ich tue gerade mal unsere Region knacken. Ja, hatte ich doch gemacht. Ich hab wieder welche. Ach so. Ungefähr 5 Stück. Ich hatte das dann nämlich auch zum Museum gebracht gehabt. Da ist ja das Mögliche drin. Ach, komm schon. So eine leichte Lotterie mit den Geoden hier. M-
Mimi, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Was? Ich habe irgendeinen Schrein. Warte mal, da steht ein Baum da davor. Ah, du hast Erdkristall und Quarz gespendet. Mhm. Das sehe ich sogar. Mhm. Stalking. Halt, Darklight Lumi. Nee. Wir hatten das am Wochenende angezockt gehabt. Und, also, das ist quasi die Fortsetzung davon. Genau, wir machen gerade so die Fortsetzung davon, weil es dann doch richtig, richtig Fun macht. Aber morgen gibt's wieder Story of Seasons. Bei mir. Also morgen Abend ab 18 Uhr. Oh. Ja. Ich wollte den Einkatsch der Herhechten, aber hab die Mülltonne erwischt. Ah. Ja, es ist, das war jetzt wirklich keine Absicht oder so. Cool, spiel dieses. Oh. Gerade hat mein Controller auch ein bisschen mehr gezuckt wie normal. Hm? Das ist nicht nett. Wir steigen um auf die PC-Version, bitte. Ja. Das ist eine. Ah, wie cool, ich spiele dieses Spiel auch ab und zu. Ja, sehr cool. Spielst du es auch auf der Switch oder spielst du es PC-mäßig? Also auf der PC-Version. Wenn ich dir immer noch mal erklären. An meinem Controller kann es nicht liegen. Also der steckt noch im Lade. Nee, das Game hört einfach auf, kurz zu reagieren und wartet auf irgendwas, was er online irgendwie synchronisieren muss. Und die normalen Streams laufen halt eigentlich auch ziemlich gut. Ja, mein Story of Seasons läuft gut. Ich spiele auf dem PC. Ah, siehst du? Und ich bleib gefühlt immer mal kurz eingefroren. Achso, nee. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh, ich glaube, hier hast du was gepflanzt gehabt. Mach weg. Nein, so gemein will ich jetzt auch nicht sein. Aber so eine hypothetische Frage. Ja? Ich würde bei dem Neubeginn würde ich nicht mehr auf diesen Viererhof gehen, würde vielleicht eher nur einen Standard nehmen für den Start. Warum? Ich finde das ein bisschen. Ich weiß nicht. Wolltest du nicht das Gruseldingens machen? Tendenziell ja. Ich habe übrigens bei. Wee, sehr schön! Herzlichen Glückwunsch! Aber dann fressen uns die Zombies nachts die ganzen Pflanzen auf. Reicht da eine Vogelscheuche? Ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nicht. Du hast gesagt, du hättest gern Zombies. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht nicht beim ersten Durchlauf. Muss ja doch einen Wiederspielwert haben. Glaubst du, wir werden sterben? Glaubst du, wir werden schnell sterben? Ah, Lumi, du hast gesagt, du spielst das Spiel auch. Welche Farm hast du? Bist du gerade Feuerteufel? Ja. Ah. So schön hell. Ach, hier. Ach, Mist, Inventar voll. Trotz Rucksack? Ja, ich war ein bisschen sammeln. Kannst du bei mir gucken, was ich alles hab? Yep. Ja. Der zweite Rucksack kostet ja 10.000. Ja, ich hätte gern einen größeren. Mir reicht das nicht mehr. So. Ah, na komm. Komm schon, bitte, bitte. Ach, schnell, schnell. Weg von der Kiste. Wie sagt man? Husch, husch. Bitte, bitte. Husch, husch. Plot, plot. Jetzt habe ich alles gesagt, was du hören wolltest. Husch, husch. Ah, das 10-Sterne-Dingensbummens brauchen wir auch. Und der Rest wird vertickert. Zack. Zack, zack, zack.
Yay! Oh Gott. Also, na, dann überlege es mir vielleicht nochmal. Ich hätte nämlich eigentlich Emilio ausgesucht. Auf der zweiten Farm, die zur Wahl steht, das dürfte die mit mehr Feld sein. Ah! Oh, du liegst schon im Bett. Oh, ich bin schon Klar. wieder so spät. So, was machen wir jetzt? Ins Bett gehen! Und dann? Es ist da vorbei. Ich hätte gesagt, ja, wir machen jetzt hier einen Cut und beraten uns jetzt gerade noch mal schnell wegen der, oh, neue Herstellung. Ein Zapfhahn! Ja, Oho. moin, mir geht's helfen! Plus eins Effektivität. Ja. You mind? Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt gehabt, wir machen am Mittwoch noch mal PC-Version, weil ich habe das Gefühl, umso weiter wir jetzt gerade spielen, umso mehr hängt mein Spiel. Und ich weiß nicht, warum. Das finde ich gerade echt ein bisschen. Das finde ich gerade echt ein bisschen doof. Das ist Muss ich allerdings ganz richtig. ehrlich, könnt ihr das nicht auch online beraten? Ich brauch dann eine Anleitung für Blondinen, wie ich mir das runterlade und wo es das zu holen gibt. Da möchtet ihr nicht dabei sein. Das kriegen wir schon irgendwie. Ja. Nee, also ich würde sagen, am Mittwoch machen wir das nochmal auf der PC-Version. Weil das ist es. Der Anfang war wirklich gut. Aber das Ende, das war jetzt. Wow. So kann man es Nun sagen. etwa. Ja. Und psch. Klatsch. Jütchen. Nee, dann machen wir das so. Morgen gibt es eine Folge Story of Seasons. Und am Mittwoch die neue Farm in der PC-Variante. Von Stardew Valley. Ab 18 Uhr. Oder? Ich find's gut, passt. Gut, dann machen wir das so. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Und vielleicht dann bis morgen, 18 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Tschüss.